Es muss nicht, wird wahrscheinlich nicht die doppelte Länge haben, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass. Also, es wird definitiv länger sein, das haben sie auch schon gesagt. Sie haben es gesagt, dass es länger ist als was? Als der erste? Also, es ist ihr größtes Spiel bis jetzt. Okay. Das haben sie gesagt. Wollen wir dann mal starten? Davon gehe ich. Ja, würde ich sagen, oder? Dann sehen wir ja, ob es hier. Ob wir uns dann nicht mehr hören, erstmal. Musst du, glaube ich, noch ready machen? Ja. Entschuldigung. Nee, weil ich kann manuell nicht starten. Ja. Jetzt zählt's runter. Ah, wir sind da auch schon im Gefängnis drin, oder? Also, hinter einer Tür. Ob das da weitergeht, wo wir waren, weil das Tor ist ja zugegangen bei einem. Boah. Einer wurde ja ausgesperrt. Hallo? Ich weiß nicht, ob. Also, hallo Leute im Chat. Hallo Knechti, danke für den Raid. Ich weiß nicht, ob ich reden kann, weil Push to Talk nicht geht und ich will nicht, dass Kundan mich im Stream bei sich hört, weißt du? Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Danke für euren Support und wir genießen mal We Were Here Forever. Danke, Knechti. Or face defeat. Let's see which fate our guests shall meet. So, deswegen herzlich willkommen an alle. We were here forever. Ich weiß nicht, ob Kuna mich gerade hört, deswegen will ich mich nicht die ganze Zeit sozusagen bei euch bedanken, weil ich ihn nicht ablenken will. Aber wir gucken gleich, wie es mit Push to Talk ist und dann kann ich besser mit euch reden. Wir haben gerade erst angefangen, falls ihr was verpasst habt oder denkt, was verpasst zu haben, geht jetzt erst los. Ein Rätselspiel. Hallo? Ja, es geht, ich höre dich. Ah, sehr gut. Ja, gut, dann ist das wirklich Push to Talk mit dem Dingen. Okay, dann, bei mir wurde die Tür aufgeschlossen. Sehen wir uns? Ich muss noch ganz kurz Maus-Sense ändern. Also bei mir sind ganz viele Zellen. Ich laufe sofort los. Es gibt viele Teile davon. Es gibt We Were Here, We Were Here Too, We Were Here Together und jetzt We Were Here Forever. Okay, ich glaube, so können wir machen. Okay, ich habe hier schon die erste Anweisung, ich soll mal die linke Maustaste für irgendwas benutzen, aber ich weiß nicht für was. Ja, also ich denke ein Hebel, weil das Bild, was da ist, ist ein Hebel. Ich such's auch gerade. Ist deine Zelle offen? Ja, ich bin, also meine Hauptzelle ist offen, aber das ist eine Zelle in der Zelle, sozusagen. Ja, okay, ja, ich befinde mich wie in so einer Art Höhle und hier sind überall Käfige hängen hier mit einer Leiche oben oder einem Skelett und noch mit anderen Türen, ja. Die Sprachqualität ist insane. Ja, genau so sieht es bei mir auch aus. Ich glaube, es ist gespiegelt. Zu einem geht so eine Holztreppe hoch. Die Tür konnte ich aufmachen. Bei mir ist so ein Ventil. Aber das kann ich nicht drehen. Ich kann auch, ja, aber die kann ich trotzdem aufmachen. Oh, stimmt, das Ventil hatte ich gar nicht gesehen. Ich hatte nur die Tür probiert. Okay, dann sind wir wirklich in einem gespiegelten Raum. Ich soll dir mitteilen, dass hier ein Kreis ist, in dem ein Dreieck drin ist, in dem ein Stern drin ist. Ich habe hier ein Dreieck, ein einfaches Dreieck, das quasi nach links die Spitze zeigt. Dann habe ich eine Raute und ein Viereck. Okay, das Problem ist, wir haben zwar jetzt zwar eine Info und ein Bild, aber nichts, wo wir es eingeben können. Ich habe noch etwas, ein Gitter weiter. Da steht of our parts, also unsere Teile. Unsere Teile. Okay, bei mir steht, wir sind die Stummen. We were the sum. We were the sum of our parts. Darum wird es gehen. Jetzt müssen wir finden, wo wir das Symbol nutzen können. Guten Tag an alle. Kann es sein, dass wir nur eine, drei Teile gleich haben? Wie meinst du das? In diesem ersten Symbol?
Also ich habe hier drei Symbole nebeneinander. Das ist wie so eine Art Briefkasten, wo ich was... Also sieht so ein bisschen aus wie so ein Briefkasten. Und die Teile kann ich drehen, alle. Ah, Moment. Ja, dann musst du das machen, was ich dir sage. Also, weil meins ist hinter einem Gitter und ich kann es nur sehen. Okay, dann sag mir nochmal das erste, bitte. Also das Größte und das Äußerste ist ein Kreis. In diesem Kreis ist ein Dreieck. Das eckt in den Innenkreis sozusagen überall an. Okay, das sieht nicht aus wie das, was ich hier habe. Also ich habe hier ganz einfache geometrische Formen, ohne dass da jetzt zwei Formen ineinander laufen. Und ich habe, glaube ich, auch... Doch, ich habe... Ja, hier hätte ich einen Kreis. Hier habe ich einen Kreis. Okay, ich habe... Rechts außen habe ich einen Kreis. Ja, also das Bild, vielleicht kannst du es dir ganz einfach vorstellen. Da muss ich es dir nicht noch... Also da muss ich es dir nicht immer durchsagen. Es ist ein Kreis, der ist am größten, weil alles andere ist da drin. Da drin ist ein Dreieck. Das eckt oben an den Kreis an, links an den Kreis und rechts an den Kreis. Also wirklich jede Ecke vom Dreieck trifft den Kreis in. Und in dem Dreieck ist ein Stern. Ja, habe ich. Ja, genau, das war's. Schönes Spiel. Wieder mal. Immer wieder super. Ja, ein neues We Were Here. Heute rausgekommen. So, ich laufe ein bisschen durchs Höhlensystem. Ich hatte so ein Jump'n'Run und so. Ja, ich laufe ja auch. Ich gucke mir die Räume immer noch an, ob hier nicht noch irgendwas ist. Aber bis jetzt war hier noch nichts weiter. Jetzt musste ich mich gerade ducken. Genau, es wird Steuerung erklären sein. Und jetzt habe ich auch endlich den Hebel gefunden, an dem ich links klicken kann. Hast du das gemacht? Ich hätte ja auch einen Hebel, da ist eine Kette dran, die wahrscheinlich dann hochgezogen wird. Ja. Die Tür ist nur ganz kurz offen. Ich versuche da durchzusprinten. Ja. Der Sprinttest. Ich glaube, es gibt hier Monster. Also ich bin jetzt im nächsten Raum und ich habe jetzt wieder so ein bisschen Rätsel. Und zwar brauche ich jetzt drei geometrische Formen von dir. Oh, what? Ja, warte, habe ich hier. Ah, jetzt habe ich das, was du hier hattest. Ich habe auch außenrum einen Kreis. Dann haben wir ein Fünfeck. Und da drin ist wie so eine Art Drachen. Bei mir wird jetzt... Also, wie hast du es dann angeordnet? Von rechts nach links oder konntest du das wirklich ineinander packen? Ich hatte zum Beispiel, also bei mir war es von rechts nach links, ich hatte zum Beispiel auch nur ganz rechts den Kreis. Ich konnte den so anders den Kreis machen. Ja, genauso habe ich es auch gemacht, von rechts nach links. Ich habe noch irgendwas, das ist ein Symbol und das wird ein bisschen schwieriger. Kannst du schon wieder was eintragen? Ja, ich kann auch schon wieder was eintragen. Bei mir steht übrigens, über meiner Tür steht übrigens wieder was drin, wird den Weg frei machen. Ja, und ich habe wieder ganz zu werden, für den Weg, also wahrscheinlich, also ich habe den ersten Teil diesmal. Ich habe rechts ein, es hat vier Ecken, ja, ein Trapez, ja, glaube ich, genau das ist es. Dann kommt eine aufgehende Sonne, also Sonnenuntergang mäßig, ja, also es ist ein Halbkreis, oben rund, unten glatt. Und da drin ist ein Blitz. Backofen ist das. Ja. Ein Backofen mit einem Brot drin und der wird geschockt. Ja, Moment, das bekommen wir gleich hin. Ein elektrischer ist bei dir auch Backofen. Was aufgegangen? Meine Tür ist jetzt offen. Nee, das war nur für dich. Ich kann weiter schon. Also meine Tür war schon auf. Weitergehen. Jetzt eine Fackel. Okay, jetzt ist noch die Frage, warum, was mit meinem... Achso, hattest du meine Symbole, hattest du angeordnet, wie war das? Ja, genau, das hatte ich schon gemacht. Da sehe ich dich, glaube ich. Oh, nee, das warst du nicht. Okay, ja, den habe ich auch schon gesehen. Ich bin in einem Raum, also ich habe auch eine Fackel bekommen, ich bin in einem Raum, in dem ich Feuer anzünden, also in dem ich so große Dinge anzünden kann. Ja, wie gesagt, wir sind glaube ich, durchgehend gespiegelt. Bei mir lag so eins dieser Einstellräder am Boden. Oder? Zwei habe ich gefunden bei mir, falls du noch eins suchst vielleicht. Sagen von diesen Rädern.
Ja, bei mir waren zwei, nur falls du noch eins suchst. Und ich kann dir auch schon das nächste Rätsel wieder durchgeben. Ja, bei mir waren es auch zwei. Ja, dann sag ruhig an. Ich habe hier ein Sechseck mit einem Viereck drin. Und da drin ist ein Propeller, sozusagen, der sich aber nicht dreht. Propeller ist eine gute Umschreibung, oder, Chat? Schönen guten Tag erstmal an alle. Vielen, vielen Dank schon für eure Subs und Resubs. Wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag gehabt. Sechseck mit einem... Ach, das ist der Propeller. Ah, das könnte der Propeller sein. Warte. Okay, meine Tür ist offen. Warte, ich sag dir deine Symbole an. Das ist ein Sechseck mit einem Dreieck und dem Mond. Ja, warte, jetzt muss ich gucken, ob ich die richtig reingetan habe. Nee, kann ich die noch mal nehmen? Sechseck, Dreieck, Mond, ne? War das? Oh, war deine Reihenfolge diesmal random? Oh Gott, da müsste ich. Also, das Größte war wieder. Warte, kann ich das an der Tür sehen? Ich hatte das Viereck rechts, das Sechseck in der Mitte, den Propeller links. Das ist random diesmal. Okay, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Es waren einfach nur die drei Symbole. Okay, das heißt, ist offen bei dir. Ja. Stein, Schere, Papier. Auf drei. Stein, Schere, Papier, 3 Sekunden, nachdem ich hier losgelassen habe. Okay? Ja, man kann nicht reden in der Zeit. Okay, ja. Ich weiß. Okay, pass auf. Ich lass los jetzt gleich. Also, ich zähl runter. 3, 2, 1. Dann lasse ich los und dann noch 3 Sekunden. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ich hab's nicht gesehen. Ich hatte Schere. Ja, ich hatte tatsächlich Stein. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht. Okay, wir haben hier Hebel. Ja. Eieiei. Das war's. Wir sind durch. Das war ein schönes Spiel wieder. Das ist aber, die sind aber auch einfach immer echt gut, die Spiele. Oh, es laggt. Ah, wahrscheinlich lädt es vor. Ja. Hast du manchmal so kleine Lags, wenn es lädt? Jetzt, also bis jetzt hatte ich es nicht, aber jetzt gerade hat es bei mir geruckelt wie Hölle. Ja, okay. War ja auch eine Menge zu laden. Shit, ich bin jetzt schon irgendwo runtergesprungen. Aber ich ja, das oben war eh nur gucken. Oh, Schlüssel mit richtiger Farbe. So. Bei mir liegt ein Schlüssel. Kann ich damit öffnen? Nein. Ja, Moment, ich habe auch einen Schlüssel und ich musste damit schon öffnen. Ja, du musst zu mir rüber. Ich habe hier ein blaues Schloss. Du hast wahrscheinlich einen blauen Schlüssel, oder? Ja, habe ich. Wir haben hier so ein... das Königin haben, da, und das kann König oder andersrum? Warte mal, ich kann hier auch ziehen. Wenn du König und Königin beschreiben solltest, hat der König mehr Zacken als die Königin standardmäßig oder nicht? Der König hat mehr Zacken und die Dame hat diesen Pin oben drauf. Einen Pin oben drauf. Das ist König und das ist Königin. Moment, hast du da einen Schlüssel reingetan? Ich habe mal den grünen vorsichtshalber reingetan. Vielleicht brauchst du den ja. Ja, das müsste bei mir grün sein. Es könnte auch gelb sein, aber ich glaube, es ist eine grüne Farbe bei mir. Oh, ich habe schon gedreht.
Okay, also ja, das hat mir jetzt geöffnet und jetzt habe also ich habe hier direkt am Eingang habe ich mehrere Schalter, die ich anordnen kann. Ich habe hier vier Räder, die ich auf jeweils sechs Positionen stellen kann. Also so, so wie ein Herd, so ein Eimer. Okay, ich habe hier auf jeden Fall was, was getimed werden muss. Weil hier läuft eine Uhr ab und dann ändern sich fünf Symbole. Die fünf Symbole sind König, Königin, Harlekin, Bischof und eine Flasche. Nee, ist eher eine Muschel, eine Bombe. Nee, es sind drei verschiedene Muschelarten, dann eine Kreis und keine Ahnung, was das letzte ist. Ich glaube, ich kann mein Rätsel hier selber machen. Hörst du mich noch? Kann ich noch reden dabei, während ich das mache? Ja, ich höre dich noch. Ich habe hier so ein Schieberätsel, was ich machen muss. Das gehe aber selber hin, glaube ich. Oh, nee, doch nicht. Ich kann irgendwie nicht alles... Das Schieberätsel habe ich auch. Ich wüsste jetzt... Achso, muss ich König davor bringen? Warum kann ich... Okay, vergiss es. Bei dem Schieberätsel... Ah, Moment, wir schieben unsere Sachen gegenseitig. Du kannst drei schieben, ich kann zwei schieben. Ich kann, glaube ich, sogar vier schieben, hätte ich gedacht. Du könntest mir ganz kurz, der nach da, der nach da, dann geht das nicht mehr. Lass uns 1, 2, 3, 1, 2, 3. Schieb mal den Harlekin nach ganz rechts. Und jetzt schiebst du die anderen beiden auch nach da rechts rein. Oh, das geht nicht. Ich hab dich gerade nicht gehört, falls du was gesagt hast. Moment, das geht doch nicht. Ich wollte, dass du die beiden, die Flasche und Co. auch da rechts reinschiebst, aber das geht nicht. Mit welchem fangen wir denn an? Wir müssen die alle dahin bringen, wo sie hin sollen. Aber können wir nicht schon die, den mit den drei Zacken nach oben bringen jetzt schon, wenn du die mit den fünf Zacken nach rechts bringst? Oh, smart. Ja, mach mal. Und damit können wir jetzt auch alle anderen machen, weil jetzt machst du die Flasche weg, einfach nach oben. Falls du, ich hatte dich wieder nicht gehört. Was? Mach mal die Flasche nach oben. Ich hatte nicht gesehen, dass der Harlekin nirgendwo hin muss. Da habe ich auch gerade erst gemerkt. Also Chat übrigens, falls ihr noch gar nicht von okay, damit können wir aber erstmal noch nichts machen. Ne? Ich kann euch raten, die Spielereihe zu spielen, alle. Ich habe jetzt hier noch dieses Vierer-Rätsel, wo ich so einen Timer oder eine Uhr oder so ein Safe öffnen kann. Also vier Dinger, die ich platzieren muss. Und dahinter versteckt sich ja noch ein Schlüssel bei mir. Okay, ja, bei mir versteckt sich auch noch ein Schlüssel. Bei mir versteckt sich ein gelber Schlüssel. So, ich habe hier hinter mir, oder wenn ich reingekommen bin, links, habe ich noch ein Buch liegen. Zum einen lag da irgendwas drauf. Ich weiß gar nicht, was das war. Das war eine Filmrolle, würde ich sagen, wo eine 5 draufsteht. Ja, die Teile sind, glaube ich, alle reduziert. In dem Buch momentan. Ist eine Hand, in dem das, dieses Dreieck mit dem Auge drin ist. Und dann habe ich noch eine einzelne Seite, die scheint nicht zum Buch zu gehören. Da sind vier Pfeilrichtungen drauf. Ja, es geht um diese vier Pfeilrichtungen. Dann sage ich, also die sind von mir, also die sind oben links, oben rechts, also nicht die Pfeile, aber ich habe einen Pfeil oben links, ich habe einen Pfeil oben rechts, ich habe einen Pfeil unten links und ich habe einen Pfeil unten rechts. Der Pfeil oben links zeigt nach oben, der Pfeil oben rechts zeigt nach unten links, der Pfeil unten links zeigt dem entgegen, also nach oben rechts und mein Pfeil unten rechts zeigt nach unten rechts. Habe ich einen falsch gemacht? Ah, okay, es kommt kein Sound. Ich kann einfach aufmachen dann. War richtig, ja. Okay, jetzt sind hier schon mal... Hast du bei dir eigentlich auch... Nee, du hast bei dir fehlt noch die Bahn, oder? Ich kann jetzt hier, glaube ich,
gerade nichts tun. Ah, ich kann jetzt sogar zu dir rüberfahren. Gut, wird uns nichts bringen, ist ein. Doch. Wir müssen hier schieben. Okay, guck mal, da ist auch noch eine Filmrolle. Ja, eine Filmrolle mit einer 1 und der Schlüssel könnte für den hier sein. Ne, hier brauchen wir einen Dreieckschlüssel. Ja, ich glaube, die Farbe und das Symbol sind, ja. Ja, aber dann geht's wahrscheinlich bei dir weiter. Kann es sein, dass wir bei dir jetzt was machen müssen mit 2 Schriftrollen? War noch nicht oben. Drück mal. Hallo an alle, schönen guten Tag. Ihr habt einen schönen Nachmittag gehabt. Nö, hier geht's noch Treppen hoch, da war ich noch nicht. Warte, der Schlüssel vielleicht. Ja, neuer Lift. Aber was gibt's hier noch? Einer sollte wahrscheinlich hier bleiben. Noch eine Farbrolle. Soll ich die erstmal nehmen, weil ich das meine ursprüngliche Seite war? Kann ich dir meins hier hinlegen? Nee, ne? Ich fahr mal rüber und dann können wir mal gucken, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen alle hier. Ich glaube, wir brauchen eh alles hier. Ich glaube, die kannst du einfach mitnehmen. Ich hab's jetzt auf jeden Fall erstmal eingepackt. Weil bei dir war da oben ja noch irgendwas, was sich so schnell bewegt hat, ne? So Symbole, oder? Oder waren die schon relevant? Nee, war noch nicht relevant. Ich habe damit noch nichts anfangen können. Ich habe da auch noch nicht. Also, ich kann da auch irgendwie nichts drücken. Das hier wird das sein. Hast du gerade was gemacht? Weil jetzt leuchtet gerade das erste Lämpchen. Ja, ich habe einfach gedrückt. Okay, jetzt ist es wieder ausgegangen. Ja, dann ist das Rätsel, wo du da stehst, ist hier die Lösung für. Okay. Also wie gesagt, bei mir sind das 5 Räder, die sich immer wieder drehen. Und unten habe ich 5 feste Symbole, mit denen ich nichts machen kann. Ich kann auch nichts drücken hier. Ja, also hier ist immer, hier läuft eine Uhr ab. Und daneben ist ein Symbol. Und darunter habe ich 6 Knöpfe. Weil die Knöpfe entsprechen nicht immer einem der Knöpfe, die ich glaube ich sehe. Jetzt ist oben rechts eine Muschel. Und ich habe auch eine Muschel hier. Ich habe halt leider 3 verschiedene Muscheln schon gesehen, wenn nicht sogar noch mehr. Also das sind alles, also pass auf, ich drück mal das, was oben rechts angezeigt wird. Ist was passiert? Nee, ist nichts passiert. Dann muss der Knopf, der da drunter ist, eigentlich einem anderen Bild zugeordnet werden. Und das ist bei mir, also ich muss dir sagen, so ein Einhornmuschel. Und du könntest mir vielleicht sagen, wo die ist. So ein Kreis wie eine Bombe? Jetzt habe ich so eine Muschel, die ist so rund und oben rechts ist die offen. So eine eingekugelte. Jetzt der Kreis mit dem Ding. Jetzt habe ich die Bombe, die Kugel. Also das ist wie so eine Nuss, einfach so, so ein Halbkreis, wo ein Strich durchgeht. Oder also ein ganzer Kreis, wo ein Strich durchgeht. Aber anscheinend ist das nicht richtig, weil gerade hat es hier eingeloggt. Ist richtig. Ein Horn. Das Horn in die andere Richtung quasi. Die Nuss. Die Bombe. Okay, das war jetzt. Doch. Nee, jetzt ist offen. Das war richtig. Es hatte davor immer direkt eingeloggt. Das letzte hatte nicht direkt eingeloggt. Du musst nicht mit dem Lift fahren. Ich kann hier aufmachen diesmal. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, ja. Nice. Okay, dann hat sich das ja erledigt. Hallo an alle, schönen guten Tag. Also ich hatte da oben in dem Raum, wo wir eben zusammen drin waren, bei mir auf der Seite, waren auch noch Symbole. Die werden wir bestimmt auch noch für irgendwas brauchen. In dem Raum da hinter der Tür?
Nee, also das oben. Das, also nicht hinter der Tür, sondern also da, wo ich, wo wir einmal kurz gemeinsam oben waren und wo noch eine Rolle lag. Warte, ich bin jetzt bei dir. Hier. Das sind doch die Pfeile, oder nicht? Nee, die Pfeile waren hier unten, das. Da unten liegt so ein Buch. Und hier, hier sind die Pfeile drauf. Ja. Stimmt, aber das hier sieht doch auch so aus. Genau so sah meins auch aus. Das hätten auch die vier Pfeile sein können. Der oben links nach unten rechts. Obwohl, das geht bei dem nicht. Aber ja, das sind, das könnte noch kommen. Unten rechts, rechts, unten links, oben. Okay, also hier oben scheint noch eine Kurbel sonst zu fehlen. Die Filmrollen, ja, aber die haben nicht... Doch, die haben unterschiedliche Buttons. Kunran, wie viele Knöpfe haben deine Filmrollen? Unter... Achso, die, die ich jetzt im Inventar habe? Nee, die haben gleich viele. Ja, vielleicht könnten die das sein. Nee, die sehen immer gleich aus und haben nur eine zwei, einfach eine Zahl drauf. Also sind fünf, wenn man so will, fünf Knöpfe drauf, aber. Dann erstmal gucken. Dann müssen wir erstmal weiter. Das ist so ein Easter Egg, das ist so ein roter Edelstein. Ich wollte gerade fragen, soll man da hin? Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Also hier ist unsichtbare Wand. Warst du hier jetzt auf der anderen Seite schon nach ganz oben? Ja, bei dir habe ich jetzt, glaube ich, alles gesehen. Hier ist jetzt die Tür, die aufgeht. Ich glaube, hier ist jetzt weiter. Okay, ja, bei mir auf der Seite ist dann noch oben die Tür zu. Ich war nicht ganz oben. Vielen, vielen Dank. So, das hier wird jetzt das mit den Filmrollen sein, oder? Ja, hier sind die Filmrollen einzusetzen. Aber die sind unter... Also kann man die rausnehmen? Ja. Ich hab Licht angemacht. Sehr gut. Uiuiui, voll schön gemacht. Warst du das oder ist das automatisch? Ich habe nichts gedrückt. Dann geht der automatisch weiter, wenn eine Runde durch ist. Gut, Protokoll zur Gefangenenbefreiung. Das ist auch die 1 gerade. Schlüssel drehen. Irgendwas mit Strom? Strom ist hier oben. Hier sind die vier Knöpfe. 1, 2, 5, Simon Says. Eine lila Farbe. Also das ist der Strom. Bei lila Farbe den roten Hebel ziehen. Und das könnte jetzt schon ein Success sein, weil da ist dann quasi wie so eine Dampflok. Ja, also die Stromspule ist hier oben und diese vier Knöpfe auch. Okay, dann müssen wir hier unten den Knopf drehen. Ja, dann geht an. Es hat die Frage, ob wir da unter Zeitdruck stehen. Ja, was soll passieren? Dann machen wir es nochmal. Ich würde mal machen. Strom ist an. Jetzt die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge. Das werden ja nicht die sein, die da stehen, oder? Ja, mach mal oben rechts, unten links, oben links. Oben rechts. Haben wir lila Rauch? Ja, haben wir. Jetzt den roten Hebel ziehen. Mach's gut, Schlaftablette. Schönen guten Tag. Das dauert ewig. Vielleicht warst du zu langsam. Weil das Ding ist wieder ausgegangen. Das heißt, wir haben nicht viel Zeit.
Aber Moment, jetzt den blauen Hebel ziehen. Zieh mal blau jetzt. Ich höre immer noch ein Geräusch. Ach, das ist das Geräusch. Ich glaube, dann waren wir zu langsam. Kann das sein? Das könnte schon sein. Also bis dahin hat es ja auf jeden Fall gestimmt. Oder was habe ich hier? Oh, hier, guck mal hin. Wir müssen die gleichzeitig ziehen. Ja, beide lila Hebel ziehen, ja? Genau, also die roten dann gleichzeitig ziehen. Ja, dann ziehe ich den hier unten, dann springe ich runter. Okay. Du drehst den Schlüssel. Und jetzt den Hebel. Ist eingerastet bei mir. Das Ding dreht sich. Jetzt noch blau. Ja, also ich weiß nicht, was das war. Den letzten Schritt haben wir uns noch nie angeguckt. Dann hat es wieder aufgehört. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Dann dreht sich das Rad. Hat sich ja gerade gedreht. Und dann muss da irgendwo eine Spule rein, oder? Weil jetzt kommt... Bremse lösen. Wir hätten die Bremse noch lösen müssen irgendwo. Und das... Hier ist die Spule. Okay. Einer muss anstellen und eine Bremse, oder? Moment. Stopp. Was? Wenn jetzt das letzte ist, also das Ding dreht sich, das große, was dann? Dann müssen wir, muss gleichzeitig einer hier dran, um das da dran zu halten. Und einer, ich glaube hier, das andere ist nicht keine Bremse, sondern ist hier Dampf ablassen oder so. Ja, dann halte ich das da dran und du machst hinten den Hebel. Ja, klingt gut. Hebel. Scheiße, aber wofür ist der blaue Hebel dann da? Und jetzt ziehen, also jetzt die anderen drei Dinge? Jetzt die anderen. Es hat aufgehört, sich zu drehen bei mir. Okay, shit. Warte. Da waren drei Sachen. Ich glaube, meins war das Falsche. Da waren drei Sachen. Der blaue Hebel auch. So, okay, Schlüssel haben wir. Check. Easy. Ja. Ja, Schlüssel macht Spule. 3, 4, 1, 2, 3, hatten wir, ja. Rosa Rauch, kein Problem. Ja, das macht den lila Rauch. Haben wir. Ja, das dreht sich. Das sah nicht so aus wie der Hebel dahinter. Nee, das kommt danach. Hier, der hier kommt dran. Hier hinten ist noch einer. Ja, dann müsste das der sein. Genau, und was kam danach noch? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ich bin leider auch zu dir gelaufen. Ich glaube, danach muss ihr... Dann könnte die Spule leuchten. Dann müsst ihr... Dann müssen drei Sachen auf einmal gemacht werden? Der Hebel wird ja wahrscheinlich wieder... Warte, momentan machen wir eh nichts. Der Hebel dauert super lang. Am Ende ist das hier nochmal der Schlüssel und das Blaue. Genau. Und ich glaube, das hier dauert halt super lange. Die anderen beiden kannst du... Gehen ja relativ schnell. Ja, das heißt, den Hebel zuerst ziehen und während der zurückgeht, die anderen beiden Sachen machen, oder was?
Ja, oder einer zieht am Hebel und wenn der kurz vorm Einrasten ist, den Schlüssel drehen, weil der braucht auch einen kurzen Moment. Warte, da ist die Spule. Und dann alles drei. Während einer am Hebel zieht, mach du den Schlüssel und mach das andere einfach. Lass mal versuchen. Vielleicht hat man ja mehr Zeit. Also ich ziehe am Hebel, du drehst den Schlüssel und machst dann das andere einfach. Also rennst dann einfach rüber. Ja, hätte ich auch vorgeschlagen. Dann mach nochmal Go. Okay. Ich halte dran. Jetzt, ich ziehe Hebel. Mach du Schlüssel und Rest. Habe ich schon. Yay. Komm her, Kundra, der Lift fährt. Ich wurde automatisch gerade umgedreht. Ich hoffe, du hast den grünen Schlüssel noch. Ja, habe ich. Ich bin mit Ingame Voice, ja. Hier ist das Dingen mit den Symbolen von gerade. Ja. Einer muss rüber. Warte, haben wir hier noch was zum Rüberfahren? Ne, ich gehe rüber, oder? Ja. Habe ich es mir gemerkt? Nee, hab's mir nicht gemerkt. Dankeschön, Phil Harmony, für den T2-Sub. Vielen, vielen Dank an alle, die da sind. Dankeschön, wirklich. Ganz, okay, ganz großes Dankeschön. Ja, jetzt ist nur die Frage, was muss genau getan werden? Du musst mir einfach nur sagen, wo die Pfeile der jeweiligen Nähe sind. Oben links ist der Pfeil wo? Oben links ist der Pfeil nach unten rechts. Ja, oben links, oben rechts? Da ist der Pfeil nach rechts. Oh. Okay, das geht nicht. Dann sag mir nicht, wo die Pfeile sind, sondern wie das aufgebaut ist. Also der Pfeil nach rechts, das ist doch so ein Vierer-Ding, oder? Oben, unten, links, rechts, also vier Punkte, ne? Genau, das sind vier Punkte. Die Frage ist ja nach rechts. Ja, okay. Das ist mit den sechs Punkten. Wo ist das? Da geht er nach oben. Drei Punkte. Unten links. Ja. Ich glaube, ich muss den Schlüssel rüberschicken. Von Consolero King. Dankeschön. Die finden was ab. Aber wofür? Also du holst dir gerade den gelben rüber. Aber wir wären ja eh die ganze Zeit zusammen, oder? Was ist passiert? Das Ding hier lag ja. Also diese Item rüberschiebe Ding, das war ja hier. Ich nehme an. Ach so, ja klar, weil ich kann nicht rüber. Du hast den Lift ja weggenommen und jetzt ist hier eine Barrikade. Ich komme hier nicht weg. Das heißt, ich schicke dir was rüber. Wobei ich dich ja auch abholen könnte. Also das wäre ja jetzt nicht das Problem. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube tatsächlich, in der Passage sind wir auch fertig. Da sehe ich nichts mehr. Naja, aber dieses Ding, also dieser Korb, wo man Sachen rüberschicken kann, der muss ja einen Grund haben. Also wie gesagt, ich könnte dich ja einfach abholen mit dem Lift.
Ich hol dich jetzt mal im Lift, weil ich sehe nichts mit dem Schlüssel. Ja. Aber hier ist so eine Barrikade. Ich würde da nicht wegkommen. Genau. War der Korb in der Mitte schon die ganze Zeit erreichbar? Da ist nämlich jetzt so ein Korb, wo wir draufdrücken können. Mit dem links bin ich hier hingekommen. Das Drehen hier, das können wir machen. Kann man da, ja, man kann nebenbei reden. Aber ist das jetzt auch richtig? Oder fehlt noch was? Kann nichts passieren, oder? Ich sehe nichts, was sie tut. Dann ist es das noch nicht. Muss irgendwo noch ein Schlüssel reinkommen. Hattest du nicht ein Zahnrad? Ja, klar. Hier unten fehlt ein Zahnrad. Also mindestens eigentlich, ich würde vielleicht sogar zwei. Könnte, ja doch, hier fehlt noch eins. Das hier eindeutig. Ist nur die Frage, wo das noch ist. War noch mal Fackel? Ja, wie war noch mal Fackel? R. Ach, warte mal, war hier oben nicht noch eine Tür? Ja, die ist zu. Der hat auch kein Schloss. Das haben wir gemacht. Wobei die Schlösser nur von einer Seite haben, glaube ich. Das haben wir gemacht. Da geht nichts. Das haben wir gemacht. Da hatten wir keinen Sinn drinne gesehen, komischerweise. Ja, es muss ja damit zu tun haben, warum man da oben Gegenstände hin und her schieben kann. Ja, eigentlich schon. Ja, bist du gerade wieder oben? Ja, ich bin nochmal nach oben gefahren. Also, wolltest du auch nochmal hier hin? Nee, guck ruhig, wenn du da bist. Ja, sonst hätte ich da geguckt, ob ich was finde. Ein Zahnrad fehlt uns. Da ist es das. Der einzige Grund dafür ist. Warum da nur einer hoch soll. Was kann man rüberschicken? Was hast denn du noch in der Tasche? Nur den grünen und den blauen Schlüssel. Also grün mit dem Kreis und blau mit dem Dreieck. Jetzt ist Lösung, muss da oben sein. Also wir haben ja noch nichts gefunden, wofür wir den einen Schlüssel verwenden können. Wir haben jetzt hier einen Schlüssel, der noch keine Funktion hatte. Achso, hier liegt übrigens ja auch noch der Schlüssel drin. Entschuldigung, nein, liegt nicht drin. Das war nur gelb markiert, weil ich ihn ablegen kann. Entschuldigung. Ja, also genau, wir haben einen Schlüssel, für den wir noch keine Anwendung haben. Und ansonsten haben wir ja nichts mehr. Uns fehlt auf jeden Fall das Zahnrad, danach können wir das hochkurbeln. Könnte was auf dem Aufzug liegen? Nee, auf dem Aufzug liegt nichts. Hier ist auch. Hier. Müssen wir hin. Ja. Auch deinen Schlüssel. Wo ist hier?
schick gerade einen Lift rüber. Also da, wo du vorher warst, da musst du hin. Ja, die Etage, genau. Und den jetzt einfach fahren. Ja, genau. Der hier fehlt. Fahren wir beide? Ah, wir können erstmal gucken. Ich bin jetzt nur wer zurück kann. Jetzt sind wir da oben hinter der Tür und ich sehe auch schon das Zahnrad. Okay, Kunan, ab jetzt sehe ich nichts mehr. Okay. Ja, aber ich glaube, wir müssen einfach wieder runter, oder? Kannst du hier nicht den gelben Schlüssel reintun? Passiert da nichts? Nee, da passiert irgendwie, der ist verklemmt. Dann fahren wir wieder zurück. Aber das hätte funktionieren müssen. Ich kann den Schlüssel nicht wechseln. Ich kann nichts mehr machen, seitdem ich das Ding habe. Es kann sein, dass mein Schlüssel dafür der richtige ist, aber seitdem ich dieses Ding habe, kann ich nicht mehr, ich kann kein Item mehr wechseln. Also bin gezwungen, das zu tragen. Okay, ja, das kann natürlich sein. Das sieht irgendwie so cool aus mit diesem riesen Zahn. Ich sehe auch kaum was. Gut, dass man nicht irgendwie runterfallen kann. Und jetzt drehen wir nochmal. Oh, ja. Jetzt. Da passiert was. Schönes Spiel. Irgendwie da ducke ich mich ab und zu automatisch. Ja, ja, immer an diesen Fixpunkten. Oh oh. Okay. Runterlassen, indem du wahrscheinlich einfach ein Zahnrad nimmst. Aber nimm nicht das große. Nee, ich muss hier den Knopf drücken. Ja, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich drück mal. Hast du schon? Ja, da, es tut sich was über dir. Da ein Haken greift das Ding gerade. Okay, jetzt geht auch nur eine Tür zu. Tür ist sehr nett formuliert, das ist ein riesen Tresor. Scheiße, das ist ein Sternzeichen oder so ein Käse. Kognitos. Meine Plattform bewegt sich jetzt auch noch nach oben. Ja, ich habe hier jetzt gleich einen Kompass und Symbole. Ja, ich habe noch nichts. Also meine Plattform bewegt sich jetzt gerade erst einfach nach oben. Schönen guten Tag an alle. Julian, Fabsen, vielen, vielen Dank. Okay, ich habe einen Gang, aber der ist erstmal einfach nur ein Gang. Guten Tag an alle. Das geht euch gut. Okay, hinter mir ist eine Tür zugegangen. Ich bin in einem Raum, wo ich Sachen auf jeden Fall habe. Ja, die Schlüssel sind weg, weil das Thema ist abgeschlossen. Das ist jetzt ein neues Rätsel sozusagen. Also wir haben alles richtig gemacht, glaube ich. Denn gab noch Easter Eggs. Okay, also ich habe verschiedene. Warte, ich muss hier nochmal raus.
Also ich habe an der Wand, habe ich wie so eine Art Tresorwand. Auf der sind verschiedene geometrische Formen. Ganz außen sind Fünfecke, dann Vierecke, dann Kreise und in der Mitte habe ich einen Kompass. Ich habe ein Buch, durch das ich durchblättern kann. Ich habe mehrere Bücher, durch die ich durchblättern kann. Und ich habe zumindest schon mal einen Kamin angemacht, aber das könnte einfach nur fürs Ambiente gewesen sein. Also wahrscheinlich musst du von, also ich brauche von dir die geometrischen Formen, auch wenn ich damit nichts machen kann. Vielleicht brauchst du auch alles. Und ich habe Symbole. Ich hätte gerade schwören können, ich hätte an einer Stelle noch was drücken können, aber jetzt kommt die Nachricht nicht mehr. Also ich glaube auch nur du kannst was drücken. Ich kann nur gucken. Okay, also ich habe hier, stimmt, ich habe auch noch den Dia-Projekt, den kann ich auch noch beleuchten. Okay, der Dia-Projektor beleuchtet mir aber den gesamten Tresor. Ich kann hier Knöpfe drücken. Da kann ich. Was mache? Aber da. Okay, ich Das drücke wird einfach mal. Guck sein. mal, was passiert. Oh. Okay. Jetzt habe ich. Boah, ich kann wie so Einsätze reinpacken. Und dann sind auf diesen geometrischen Formen, die ich außenrum habe, sind dann Symbole drauf. Aber die sind super kurz nur da. Genau, also ja, du hast drei Kreise wahrscheinlich, ne? Außen, Mitte, innen. Ja, genau. Kannst du alle Kreise gleichzeitig einstellen? Also der Innenkreis hat am wenigsten gerade. Also ich bewege den gar nicht. Wie gesagt, ich packe hier Symbole rein und dann. Also kann hier nur Zahlen anklicken und dann kommen da irgendwelche Symbole drauf. Aber die Symbole kann ich auch nicht anklicken oder so. Okay, also ich habe im Innenkreis habe ich zwei Kreise und zwei Symbole. Ist das bei dir auch so? Also wäre das bei dir so? Nee, also ich habe, wie gesagt, das sind ja so drei Ringe und jeder Ring besteht aus acht, also quasi aus acht Symbolen. Acht Symbole sind da auch immer drauf. Okay, das heißt, du brauchst also von all, also im Innenkreis, da hast du auch acht Formen. Ja, im Innenkreis hab ich quasi acht Kreise und wenn ich meinen Projektor anmache, erscheinen da Symbole drauf. Okay, bei dem Innenkreis sind nur die Symbole wichtig, oben links und unten rechts. Also nur auf Nordwest und Südost. Okay, warte mal, ich habe gerade noch was gefunden. Also ich habe, was heißt noch was gefunden? Ich hatte die Bücher ja von Anfang Ich an weiß, gesehen. gut, Kuhn, ich weiß. Wenn ich durch die Bücher durchblätter, dann habe ich da verschiedene Zahlenkreise. Also habe ich quasi auf diesen Symbolen wären dann, oder auf den Platzhaltern wären dann Symbole drauf. Und die sind bei mir erstmal durchnummeriert oben mit 1 bis 4. Ja, 1 bis 4 bei dem einen. Also könntest du gezielt ein bestimmtes Symbol in einen der Kreise bekommen, wenn ich dir sage, welches Symbol da rein muss. Das können wir auf jeden Fall probieren, ja. Also Nordwest im Innenkreis ist bei mir so ein Ball, der so eine Schnur hinter sich herzieht, die sich so hin und her wirbelt. Also wenn das so ein Ball ist, der tausendmal von der Wand abbauen. Ja, ich glaube, ich habe das Symbol, glaube ich. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das einstellen kann. Ah, ja, warte, warte, warte. Okay. Ah, warte. Nein, er macht das schon. Okay, nächstes Symbol. Auf Südost ist ein umgedrehtes C mit einem Strich in der Mitte und dann ist das C gespiegelt. Also stell dir einfach zwei Cs in Anführungsstrichen vor und in der Mitte ist ein Spiegel. Kein Schmetterling, das ist
Okay, das habe ich, glaube ich, noch nicht. Ach doch, das, da könntest. Südost hattest du aber gesagt, oder? Ja, unten rechts. Südost. Chrissy, hallo. Neue Brille, man gewöhnt sich dran. Ist alles noch so ein bisschen wie im Spiegelkabinett, finde ich. Also, es ist alles so und im Sinne. Ah ja, doch, das hier, das ist dasselbe hier. Ja, okay, das habe ich hier. Dann aus zweiter Ring. Ja. Unten, also Süden. Stell dir so den Kopf eines Zyklopen vor. Also es ist so ein Halbkreis, wo ein Auge drin ist. Und oben sind noch Ohren dran. Ja. Dann hast du im Westen, stell dir da ebenfalls so eine Art Zyklopen vor, aber der hält die Hände so hoch, nach oben rechts und oben links. Und der hat so zwei zusammenstehende Augen. Ansonsten erkläre ich es anders. Okay, das war's. Und dann haben wir noch Nordost. Ja. Eine 101 unterstrichen. Ja, okay, ja. Außenkreis. Außenkreis? Der äußerste Ring. Also der zweite Ring ist fertig. Ja, okay, können. Norden. So eine Zwille, mit der man Wasser findet. Und da drin ist aber noch, boah, was ist das? Ein Punkt mit dem Strich da oben. Ja. Dann haben wir auf Osten haben wir einen Dude mit so einer Cappy. Nein, er sieht aus wie so ein Kopf und darunter ist so ein Körper mit Krawatte und er hat eine Pinocchio-Nase. Ja, habe ich. Dann haben wir unten links, also Südwest, Mr. Burns, der vor der Sonne steht. Nee, das ist halt so ein Kreis und da drin ist so ein Mensch, der die Arme breit macht. Ja, müsste das hier sein, okay. Und Nordwest ist ein Fernseher. Ja. Das wären alle. Alle richtig. War korrekt. Ich finde das Buch. Und das Buch wurde mir geklaut. Dafür habe ich jetzt eine Lampe oder so. Ich muss jetzt weiterfahren. Bist du dir sicher, dass du weiterfahren musst? Ja, ich konnte nichts machen und mein Käfig bewegt sich jetzt wieder. Okay, weil ich habe jetzt das war eine Linse, das war keine Lampe, sondern eine Linse und dadurch hat sich jetzt der Kompass, der davor nach Norden gezeigt hat, also Kompass zeigt immer nach Norden, aber das End zeigt jetzt quasi nach links. Ja, wir haben jetzt dasselbe Rätsel nochmal mit schwerer. Ja, und ich muss es wahrscheinlich auch noch drehen. Bei mir sind jetzt aber auch auf meiner Tresorwand so drei rote Lampen, die eher so aussehen, als wenn das Minen wären. Also wenn man die einstellt, ist es direkt falsch oder so. So sieht das aus. Ja, könnte durchaus sein. Also bei mir hat sich nicht wirklich viel geändert. Mein Ding hier ist weiterhin an. Ich kann hier weiter durchschalten, glaube ich. Und ansonsten hat sich bei mir nicht viel geändert. Das heißt aber, du musst ja nur auf den Call achten. Wenn ich Norden sage, ist es ja bei dir trotzdem immer noch Norden. Dein Norden ist nur woanders. Mein Norden ist nur woanders. Das heißt, ich muss aber alles um... Also es hat sich nach links gedreht. Das heißt, ich muss, glaube ich, mal die Dinger einmal nach... Also quasi um 90 Grad nach links drehen. Naja, aber wenn ich dir doch Nordost sage, ist das bei dir doch trotzdem auch noch Nordost. Selbst wenn bei dir Nordost oben links ist und nicht oben rechts. Ja, aber meine Symbole sind nach Norden ausgerichtet in den Büchern. Ach du Kacke. Okay, warte, ich habe jetzt ein Steuerrad und ich kann die Symbole jetzt ändern. Das heißt, deine Symbole sind wahrscheinlich fix. Ja, also stimmt, auf meinem Kreis sind jetzt Symbole markiert. Das sind aber genau die. Ne, es sind andere als die vorhin.
Also ich glaube, du musst mir jetzt sagen, welche Symbole wo rein müssen, weil ich kann meine jetzt drehen. Okay, also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt den Kompass, bei dem bei mir das N nach links zeigt. Sollen wir beim wie kannst du es drehen? Kannst du die Kreise einzeln drehen? Ich kann nur alle gleichzeitig drücken. Kannst du mir nicht einfach sagen, im Innenkreis, welches Symbol auf Nordwest liegt? Ich kann dir das Nordwesten sagen, das leuchtet allerdings bei mir nicht. Das theoretisch bei Osten wäre bei mir ein Bügeleisen. Dann wird das bei dir Nordost sein. Bügeleisen, ja, habe ich. Und ist dann auch, bei mir ist es Südost, ist bei mir, boah, was soll das denn sein? Was ist bei dir da gegenüber von dem Bügeleisen? Ja, schwer zu beschreiben. Ist wie so ein Strich und dann hängt da ein P dran und an dem P ist noch so ein Ansatz dran. Wobei, also, das P ist nach oben gerichtet. Ja, das wäre theoretisch auch meins. Kannst du jetzt irgendwie eine Lampe drücken, um das einzuloggen? Kannst du irgendwas machen? Ich kann an dem Projektor wahrscheinlich weiter rum. Weil ich kann nur alle Symbole gleichzeitig drehen. Ja, warte, ich kann hier tatsächlich... Ja. Warte. Genau, jetzt hast du wahrscheinlich den Innenkreis gelockt und jetzt können wir die anderen weitermachen. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Innenkreis gelockt habe. Ich hatte, nee. Also ich habe hier einen Rad, andersrum. Da habe ich einmal das Kreis, also als Kreis, also das innere Ding. Dann habe ich, kann ich weiterstellen auf das Viereck und das wiederum kann ich weiterstellen auf das Äußere, also auf das Fünfeck. Und ganz unten war es, und dann habe ich ganz unten noch eine Stellung, da ist wie so ein Zahnrad, da deswegen wahrscheinlich alle. Ja, also jetzt hast du es so eingestellt, dass wir nur den mittleren, den Innenkreis drehen, das heißt ein weiter Mal. Jetzt müsstest du es, den mittleren drehen können. Ja, genau. Da hätte ich bei mir an der oberen Position, hätte ich wie so eine Art Gewichtheber, so ein Männchen, das die Arme hochhebt, ganz kleine Beine und oben ist eine Stange. Warte, ganz kurz. Ja, Chat, bei Kundran ist das Norden aber gedreht. Wenn Kundran mir einfach sagt, was auf Nordwest liegt, dann wäre das zu simpel. Vor allem, Kundran hat gesagt, sein Symbol auf Nordwest dreht, leuchtet nicht. Deswegen denke ich, dass wir es umdenken müssen. Dass sein NE mein NW ist. Wir testen es einfach mal. Okay, sag jetzt nochmal. Ich brauche bei. Ja, das ist ja bei dir wieder umgekehrt. Ich brauche mein Nordost. Dein Nordost. Ja, gut, ich gucke auf meinen Kompass und sag dir mein Nordost an. Das ist wie so eine Art Schiff, würde ich sagen. Ein kleines. Ja, das ist wie so eine Art Schiff. Oben ein Segel drauf. Moment. Durch die Einstellung ist was anders. Ich drehe jetzt nur noch diesen Metallring. Ich kann die Symbole nicht mehr ändern. Okay, das kann ich mir... Also das heißt, es tut sich einfach nichts? Ja, mein Metallring hat drei Löcher, durch die ich durchgucken kann. Und ich drehe nur die Löcher. Ich drehe aber nicht mehr die Symbole. Das heißt, ich kann das Symbol oben rechts nicht mehr ändern. Ich kann nur noch, ob ich durchgucken will oder nicht... Kannst du mir mal einstellen, dass die Mitte grün leuchtet? Was heißt, die Mitte grün leuchtet? War das vom Anfang so? Geh mal durch. Einmal gedreht? Ja, weiter. Nochmal gedreht? Wenn das an ist, kann ich die Symbole drehen. Das ist zum Symbole drehen da. Oh, das ist aber dann ganz falsch. Dann kann ich das ja gar nicht... Okay, also das ist Symbole drehen. Jetzt wäre es auf den Kreis gerichtet. Jetzt wäre es aufs Viereck gerichtet. Nach rechts gerichtet. Und jetzt bin ich wieder bei dem, dass du Symbole drehen kannst. Das heißt, wir müssen noch mal was ändern. Dadurch, dass ich keine Möglichkeit habe, die Symbole der einzelnen Ringe zu drehen, ich kann nur das Durchgucken der einzelnen Ringe drehen. Du... müsstest mir, glaube ich, sagen, wohin die Augen, also die Ringe müssen, ohne die Symbole.
Also, was ich dir sagen kann, in der Mitte leuchten zwei Symbole. Das ist einmal quasi, wenn ich jetzt mal ohne das Drehen von meinem Kompass sagen würde, würde bei mir oben leuchten und unten leuchten. Also Norden und Süden? Theoretisch Norden und Süden, beziehungsweise umgedreht, also wenn ich meinen Kompass mitdrehe, wäre es Osten und Westen. Ich glaube, du musst mir wirklich einfach sagen, was da ist. Also bei dir leuchtet Osten und Westen, ja? Bei mir leuchtet Osten und Westen, ja. Dann musst du mir einmal den nächsten Ring geben. Was meinst du mit nächsten Ring? Also die leuchtet oder? Der innere Ring soll leuchten. Das heißt, sie soll dir die Augen einstellen? Oder, also ich meine, bei mir leuchten alle Ringe. Ich kann nur jetzt gerade die Mitte. Du musst mir einfach weitergeben, dass ich was anderes steuern kann. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt auf dem nächsten Ring. Wo sind da? Also jetzt musst du mir wieder einen weitergeben. Und dann sagst du mir wieder Norden, Osten, Süden, Westen. Wo leuchtet da bei dir was? Im nächsten Ring leuchtet Osten, es leuchtet Süden und es leuchtet Nordwest. Ja, nächster Ring und dann nochmal. Im nächsten Ring leuchtet Norden, Nordost, Südost und Westen. Ja, jetzt auf die Mitte stellen, also noch einen weiter und dann brauchen wir nochmal die Symbole. Jetzt steht's auf der Mitte. Welches soll ich dir sagen? Ich brauche jetzt einfach nur eins, weil es wäre alle wären identisch ab jetzt. Also jetzt brauche ich zum Beispiel das Symbol im Innenkreis, was Westen oder Osten? Das im Innenkreis, im Osten ist dieses das Bügeleisen. Auf zum Atem. Tür geöffnet. Ja. Und wieder geschlossen. Das sieht aus wie eine Arena. Ja, das mit dem Over. Ja, ich komme jetzt auch in eine Arena. Oh, du bist in der Arena. Ich stehe hier oben, hinter dir quasi. Jetzt nochmal nach rechts. Okay. Dann aber hier einfach rausgehen. Ich kann bei mir, glaube ich, nichts machen. Ich habe eine Kugel gemobbt. Survive the trials. You may yet earn your freedom. Next prisoner. Okay, Conan, du musst mir sagen, wo ich langlaufen darf. Ja, also bei mir, also ich sehe das Feld, was du vor dir hast, sehe ich. Und über mir sind 5 Symbole. Ich habe keine Ahnung, ob du die Symbole in der Reihenfolge ablaufen musst, weil ich sehe ansonsten keinen Weg. Also egal, wie ich auf das Feld draufgehe, ich sehe zuerst eine Guillotine. Genau, also ich sag dir mal die Reihenfolge. Es wäre Guillotine, dann wäre es Eiserne Jungfrau, Strick, Tritons Dreizack und dann Säbel oder Dolch. Wo davon ist jetzt, also ich sehe den Strick und den Tritonszack, aber ich kann die beiden hinteren Symbole nicht erkennen. Das ganz links außen ist die Eiserne Jungfrau. Da muss ich als nächstes hin. Genau, das wäre bei mir das nächste Symbol. Und danach kommt? Danach kommt das Seil. Also der Strick. Ah, Moment. Und dann? Jetzt kommt Triton.
Es geht weiter, Kunran. Ja, aber mir hat sich auch eine Tür geöffnet. Ach, du hast... Okay, ja, jetzt hast du ganz viele Symbole vor dir. Ich habe hier weiter 5 über mir. Warte mal, das kann so aber nicht stimmen, weil so kommst du nicht zum... Und ich habe einen Hebel. Ich ziehe einmal am Hebel, oder? Ja, mach mal. Ich glaube, jetzt geht's auch erst auf. Okay, ja, shit. Kannst du nochmal zurückgehen? Warte, wie funktioniert... Weil, sobald ich den Hebel ziehe, gehen meine Symbole weg. Ja, weil es jetzt wahrscheinlich dann losgeht. Okay, ich kann dir jetzt die Symbole... Jetzt sehe ich die Symbole, sobald ich den Hebel ziehe, geht's los. Wir haben ein Schild, wir haben quasi einen Hammer, wir haben einen Helm, die eiserne Jungfrau und den Strick. Also noch diese, der auf das kann ich aber auf, ich kann, war da ein Säbel bei oder eine Sichel? Nein, die war nicht dabei. Ich vermute mal, die wirst du betreten können. Ah, guter Call. Moment, also was kann ich betreten? Also wir haben Schild, Hammer, Helm, Jungfrau, Strick. Ganz am Ende, was ist links und rechts? Also was sind die letzten beiden? Rechts ist der Helm. Rechts ist der Helm und links ist was? Links ist das Schild, rechts ist der Helm. Ja, dann komme ich ja da auch nicht vorbei. Die Frage ist, was ist passiert, wenn alle gelb sind? Kannst du die Symbole drehen? Nee, ich kann an den Symbolen selbst kann ich nichts machen. Mach einfach mal und wir gucken. Also mach einfach mal an und ich gucke, ob ich runterfall. Also wie ich runterfall. Okay, ich glaube, ich muss die in der Zeit ablaufen. Kann das sein? Weil das ist der Helm. Das ist das Schild. Weil jetzt falle ich gleich runter. Jetzt zeige ich es gleich ab. Das ist die eiserne Jungfrau. Das ist der Hammer. Ich glaube, ich muss alle ablaufen. Kann das sein? Also bei mir ist nichts mehr was. Das kann gut sein, ja. Das Komische ist, hat sich halt nichts getan, als du draufgelaufen bist. Oder hast du was gesehen? Nee, bei mir hat sich auch nichts getan. Aber dann lass mich mal einfach die richtigen Symbole ablaufen. Also die haben sich auch nicht geändert, ne? Doch, haben sie. Also, sowohl, glaube ich, nee, auf deinem Feld nicht, aber die angezeigt sind, hat sich geändert. Jetzt haben wir Schild, Dreizack, Schild, Hammer, Dolch bzw. Säbel. Oh, Moment. Wenn da zweimal Schild bei ist, dann wird es ja wahrscheinlich eine Reihenfolge geben. Schild, Dreizack, Schild, Hammer, Säbel, ja? Exakt. Jetzt ist die Frage, ist der Säbel links vor mir oder ist der Säbel unten am Dreizack? Der Säbel ist der hier in der Mitte. Das ist eher ein Dolch. Also der stimmt, der Säbel ist der vor dir. Ich meine hier den Dolch. Es ist ein Dolch, es ist kein Säbel. Ich hab Angst, dass es auch ein Dolch ist, Säbel gibt. Schild, Dreizack, Schild, Hammer, Säbel, Messer. Also, ja? Ja, Schild, Dreizack, Schild, Hammer. Okay, lass mich mal versuchen. Ich weiß nicht mehr, ob das zeitlich klappt. Oh, das stimmt. Ja, ich kann den Schein nicht abnehmen. Ich habe einen Tipp im Chat bekommen, den ich vielleicht nicht hätte lesen sollen. Ich zieh mal, trotzdem. Das heißt, ich falle jetzt garantiert runter, ja? Ich vermute es, weil ich habe es jetzt im Chat gelesen. Ich versuche gerade auch nicht über die anderen zu laufen, deswegen, das schaffe ich gar nicht. Schild. Das ist ja wirklich ein Hin und Her. Reizack. Nee, dann schaffe ich Zeit nicht. Ich kann den Stein nicht legen, der Stein ist nur dafür da, um langsamer zu sein. Tatsächlich ist es mir jetzt im Nachhinein aber selbst aufgefallen, also mir ist es davor schon aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich es direkt gewusst hätte. Du musst auf dem Symbol stehen bleiben. Das Symbol, das erste Symbol ist das einzige, was da geblieben ist. Also alle anderen sind umgekippt, das, wo du, also das erste, was hier angezeigt ist, ist nicht umgekippt. Ja, okay, dann sag nochmal. Rüstung, der richtige Säbel, Messer bzw. Dolch, Morgenstern, Rüstung.
Naja, wie lange muss ich darauf stehen bleiben? Sobald die umkippen, bleibt nur noch das da. Ja, okay, also Rüstung, Säbel, Dolch, Morgenstern, weiß ich noch nicht, wo er ist. Morgenstern ist von, wo du jetzt stehst, ganz links der. Und da setzt du mal wieder Rüstung? Ja, genau. Genau, wieder Rüstung. Dann mach mal an. Ich muss jetzt noch warten, ob sich vielleicht die Symbole ändern. Nee. Keine Symbole. Symbole sind gleich. Beziehungsweise habe ich gesagt, es sind keine neuen Symbole da, also es steht einfach nichts da. Hallo Disco Prince, danke für 73 Monate. Mafias, danke für 14. Toxic, danke für 8. Not F. Sunny, danke für 14. Sorg, danke für den T2 auf 3. Das ist übrigens, glaube ich, kein Morgenstern, sondern wie heißt denn das Ding nochmal? Ja, würde ich schon als Morgenstern betiteln. Ist das der richtige? Ja, ist der richtige. Gibt keinen anderen. Ich war mir nur nicht sicher, ob Morgenstern an der festen Stange ist und das nochmal was an. Das ist ein Flegel, glaube ich. Ja, der an der festen Stange ist nämlich direkt hier vor mir. Ah ja, stimmt. Da ist sogar, dann wäre das wahrscheinlich Morgenstern, das ist ein Flegel. Ja. Oh, Ivy, willst du miträtseln? So, jetzt Runde 3. Okay, also ich habe wieder 5 Symbole. Wir hätten nur gerade kannst du sie schon mal dürfen. Nennen. Wir haben Rüstung, Helm, Schild, Flegel, Dreizack. Sehe die nicht. Ja, ich kann die Symbole nicht sehen. Also ich sehe nur die Rüstung. Der Rest ist für mich also nicht sichtbar, weil da was vor ist. Okay, die Frage ist noch, warum sind da X'e drauf? Darfst du nicht. Warum sind da X'e drauf? Ja, weil ich da wahrscheinlich nicht durchgehen kann. Die Dinger werden wieder umklappen. Ich darf wieder nur jedes Feld einmal betreten und muss alle Symbole ablaufen. Okay, also vor dir ist Rüstung, siehst du. Hier in der ganz äußeren, also ganz rechts, der 1, 2, 3, 4, 5, 6. wäre der Helm, also das ist der zweite. Danach kommt das Schild, das ist, wenn du quasi einen zurückgehen würdest, also so einmal zurück, einmal nach links. Der Dreizack ist das letzte und ich sehe gar nicht, sehe leider das letzte Symbol nicht. Okay. Doch, in dem in der zweiten von links die vierte. Ja, ich glaube, ich hab's. Ich versuch's einfach mal, ja? Also einfach mal blind, ohne nur vom reinen Gefühl her. Jo. Das war jetzt relativ, also ja, du hast super den Weg rausgefunden, aber das schien jetzt nicht das Schwierigste zu sein. Ja, jetzt kommt das hier nochmal in schwer, wahrscheinlich in schneller. Also ich habe, eine Sache weiß ich noch nicht, was passieren wird. Wir haben momentan oben 5 Symbole, Hammer, Guillotine
ich nenne es jetzt mal den richtigen Morgenstern, also diese andere Keule, die wir hatten, den Dolch bzw. Messer und am Ende nochmal die Keule. Aber ich habe da drunter momentan drei Symbole, auf denen noch nichts ist. Vielleicht kommen die, wenn eins fertig ist. Das erste ist was? Das erste ist der Hammer. Also da die verschwinden, ich gehe es nochmal durch. Hammer, Guillotine, Streitkolben oder Kolben, Messer, also dieses kleine, und dann nochmal der Streitkolben. Wo ist der Streitkolben? Welches von den Symbolen da hinten? Der Streitkolben ist der letzte hinten rechts. Wenn ich stehe jetzt auf der anderen Seite, da wo der Ausgang ist, wo davon? Wenn du vom Ausgang zu dir guckst, links, wenn du auf den Ausgang guckst, rechts. Okay, dann mach mal Go und guck mal, was passiert. Ja, ja, mal schauen, ja. Okay. Ich bin direkt runtergefallen, ja. Nach dem Ziehen sind direkt die Symbole umgeklappt, die unteren drei. Es könnte sein, dass du auf die nicht drauftreten darfst. Das eine war aber das Messer. Also auf beide diese Symbole hätte ich drauf gemusst. Ich könnte mir vorstellen, dass die jedes Mal durchwechseln. Ich sag dir jetzt nochmal das oben durch. Also es sind ja neue. Ja. Wenn du losläufst, musst du halt kurz warten, weil dann klappen die unteren erst auf. Die würde ich dir dann als nächstes mal durchsagen. Ja. Wir haben jetzt Streitkolben, Guillotine, Dreizack, Hammer, Säbel. Der richtige Säbel, ja? Ja, der richtige Säbel. Der ist übrigens hinten links quasi. Also die andere vom Streitkolben. Okay, Moment, nochmal neu. Streitkolben, Guillotine. Dreizack, Hammer, Säbel. Streitkolben, Guillotine, Dreizack, Hammer, Säbel. Streitkolben, Guillotine, Dreizack, Hammer, Säbel. Also, Streitkolben, Guillotine, Dreizack, Hammer, Säbel. Ja. Okay, ich ziehe dann und sage ich dir die drei Symbole an. Ich vermute, die darfst du dann nicht berühren. Ja. Axt, Sichel, Dolch. Du, Axt ist frech. Interessanterweise bleiben die anderen Symbole bei mir da. Sag gleich schnell die neuen Symbole, die ich nicht betreten darf, an. Ja, noch hat sich. Ich glaube, noch haben wir Zeit, oder? Rüstung, Schild, Axt. Das ist scripted, das ist nicht mal random. Als nächstes musst du auf den Dreizack, falls du es vergessen haben solltest. Die werden mir nämlich weiter angezeigt. Also ich kenne die Reihenfolge. Jetzt wird wahrscheinlich Rüstung, eiserne Jungfrau und vielleicht Axt. Helm, eiserne Jungfrau, Axt. Ah ja, sonst hätte ich links rumlängen gehen können. Ja, okay, ich verstehe. Ist immer der längste Weg zum Symbol. Ja, zumindest mit drei, ja. Ja, wahrscheinlich Rüstung, Seil und Sichel. Schauen wir mal. Axt, Sichel, Seil. Ja. Mit der Rüstung hätte ich einen längeren Weg gehabt. Also, nicht gut gedacht. Das ist ja frech hier. Der letzte war Säbel, ne? Der letzte ist Säbel, ja. Jetzt aber Axt, Hammer, eiserne Jungfrau.
Axt, Streitkolben, Sichel. Aber ja, das Pattern ist ungefähr klar. Also das war nicht zufällig, auf welche Symbole man nicht darf. Ja, und da muss vielleicht die Kugel rein. Das dürfte das letzte gewesen sein. Der Engelboys ist krass gut in dem Spiel. What? Impossible. No one escapes my domain. Gods. So ein starkes Game, muss man sagen. Ich glaube, ich komme zu dir runter. Na, da bist du ja. Guten Tag. Hier ist er runtergegangen, der Kaspar da. Hast du ihn gesehen, oder wie? Ob ich ihn gesehen habe? Ja, der war da. Ich will nur gucken, gibt es Easter Eggs oder so? Es gab ja immer die Möglichkeit, ein Hidden Ending zu bekommen, aber ich glaube, hier war bis dato. Ich habe bis jetzt zumindest auch noch nichts gesehen, was man hätte machen können. Knechti, bist du hier? Kerzenanzünden habe ich versucht. Hey Knechti, wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, dass wir relativ gut durchkommen. Ja, die Frage ist wirklich, wie lang ist es? Also auf wie viele Stunden ist es ausgelegt? Und geh du mal rechts. Hey, jo. Das ist ein Labyrinth, oder? Hier ist, glaube ich, nichts. Nee, hier ist eine Sackgasse. Bei mir wäre Ende. Oh, das, Juli muss das Spiel wohl spielen. Ich habe Angst, dass hier eine dicke Spinne kommt. Bist du runtergesprungen? Ja, genau. Ich bin auch direkt da. Ja, hier oben ist ein Dead End. Also nicht Dead End, sondern du kannst ein Loch... Okay, ist aber richtig. Gut. Also sehr linear. Consolero King, du Legende. Dankeschön für nochmal 5 Subgifts. Hui! Heute steht noch Goose Goose Duck auf dem Plan. Aber heute das Spiel, das, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Da habe ich schon, da haben Kunde und ich lange drauf gewartet auf den Teil. Okay, links oder rechts? Läuft Kunran diesmal richtig? Muss richtig sein, bei mir war nichts. Mikroschniff, auch dir fehlt. Ich kann hier jetzt runterspringen auch wieder, ich warte mal kurz. Naja, wird richtig sein. Danke für die 10er Subbomb. Du kannst ja den anderen Teil spielen, also den Part von Kunran. Das sieht ja immer noch ein bisschen anders aus, muss man ja auch erstmal verstehen. Musik wird lauter. Danke. Hinter uns passiert nichts. Vor uns gehen mit uns die Fackeln an. Wir kommen jetzt zur Spinnenkönigin oder so. Gesehen. Die Spieluhr spielt. Do you hear that pitter-patter? Have the rats finally come to visit? Look at them. Absolutely
clueless. Gegen Ability. Oh, hold still a while, won't you? Oh, I apologize for receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can set me free. So eine underrated Penance. Reihe, diese We Were Here-Reihe, finde ich. Penance! I say he's proving a point. Do you hear? His soul is merged with the keep. All you see, my king is. And my king sees all he is. And yet, he sees you not. Isn't that delightful? Your greatest gift is being utterly unremarkable. So unlike myself. So. Als viele Leute immer noch verwirrt sind, welcher Teil das ist, das ist der vierte. In you go. Oh, geil, jetzt ein. Jetzt könnte irgendein Quatsch-Setting kommen, weil wir ja in so einer Spielo drin sind. Das heißt, es könnten jetzt könnte visuell der Hammer werden. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Geil. Yes. Das ist so cool gemacht. Ja. Weil durch diese Teleport-Dinger und diese in Anführungsstrichen Halluzinationen sind jetzt alle möglichen Level möglich. Also, es muss nicht dieses düstere, realistische sein. Jetzt sind wir klein. War das übrigens eigentlich eben sowohl ein Clown als auch eine Spinne? Na, ich glaube, das sind eher die Fehler. Ich glaube, das ist immer noch der Clown, also dieser, der uns, uns da ja versucht, fertig zu machen. Das sind ja halt die Fäden. Ich kann hier so ein Portal nutzen. Dann kommen wir aus derselben Stelle wieder raus. Obwohl, nee, ich glaube, ich komme anders raus. Ja, ich kann auch. Ich bin gerade durch die 1 gegangen und bin aus der 1 raus. Oh Gott, das ist das ganze Level. Ich interagieren könnte, und zwar mit, ich könnte das Herz um, okay, du bist jetzt gerade bei der 5, da kann man ja nichts machen. Ich kann zweimal nichts machen, deswegen mach ruhig. Du kannst da durchgehen, ich kann dir geh mal ruhig durch. Und jetzt kann ich dir das Ding dabei, jetzt kann ich dir beide Wege ändern. Ja, mal hochgehen. Ich habe jetzt den Kreuzweg könnte ich nach oben machen. Der ist bei dir und geht nach unten. Ah, Moment. Achso, warte, ich gehe drauf und dann kann ich woanders hin. Nee, interessant. Warte. Wenn du draufstehst, geht es nicht. Das ist nicht erlaubt. Das heißt, du könntest maximal den 1er-Teleport nutzen, aber dann kommst du bei nichts raus. Das heißt, das ist Quatsch. Geh also wieder hoch. Ich muss den anderen Weg mal checken. Hier ist gar nichts. Mach mal den Herzweg nochmal runter. So, nee. Nee, nochmal zurück. Hier ist komplettes Dead End. Also hier kann ich gar nichts machen. Das heißt, wenn ich meinen Knopf nicht drücke, so war er vorher, dann muss ich hier durch. Jetzt den Herzweg. Ja, warte. Warte mal, ich kann ja auch noch durch ein Portal gehen. Ja, du hast dann nichts. Ah, warte, ich glaube, ich hab's. Ich bin dran, bleib da. Nee, ist richtig, weiter hoch. Die Brücke hat dich nur blockiert. Okay, hier kann ich durch. Nee, du gehst hoch.
Kommst du irgendwo mal wieder bei einem Schalter an? Ja, gelb kann ich bewegen, soll ich? Warte. Ja. Nee, bringt mir nichts. Oder vielleicht, warte. Ich komme jetzt auch an grün dran. Oh, das bringt mir was. Dann erst noch mal gelb. Oder stell grün um. Stell grün um. Jetzt gelb. Ja. Nochmal gelb. Nochmal gelb. Nee, nochmal gelb. Dann, warte. Gelb. Blau. Grün. Darf ich gelb drücken, ansonsten komme ich nicht dran. Mach mal gelb. Shit, nochmal gelb. Moment, nee, das bringt mir nichts. Ich kann beide nicht nutzen. Mach mal nochmal gelb, musst du ja drücken. Oh, jetzt ging nicht, ich stand drauf. Ah, nee, das geht nicht. Geht nicht. Aber gelb kannst du. Momentan kommst du zur anderen Seite von gelb. Ja, aber das bringt mir nichts. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Außer du kannst blau drücken irgendwo. Auch wenn ich jetzt nochmal gelb drücke, ich kann nochmal durch ein Portal gehen hinten. Ich weiß nicht. Habe ich irgendwo blau? Ja, wenn du durch die 4 kommen würdest. Wo ist die 4? Da ist die. Warte, die 4 komme ich, wenn ich gelb drücke. Ja, nicht ganz. Ah, ne, ist richtig. Das Gelb dreht sich ja nach oben. Entschuldigung. Ich muss dich irgendwie zu blau bringen. Das heißt, du musst durch die 4. Die einzige Möglichkeit für dich, durch die 4 zu kommen, gerade auf Anhieb, ist. Ich selber habe keinen gelben, oder? Du selbst, ne, ich sehe bei dir den grünen da, ich sehe bei dir den blauen da. Gelb sehe ich von hier aus jedenfalls nicht, nein. Hat er ja gar keine Möglichkeit. Also hier wollte ich nochmal runterlaufen. Wenn ich hier ganz runter gehe, das ist das, was wir gerade am Ende gemacht haben. Dann bin ich jetzt hier bei der 8. So, bei der 8 selbst, was sehe ich jetzt? Wo ist überhaupt unser Ende? Wo wollen wir hin? Oben raus. Wir wollen nach oben raus. Und damit du nach oben raus kannst, musst du eigentlich nur durch die 4, dann wärst du durch. Ich kann dich zu blau bringen. Mach mal. Geh mal durch die 8 durch. Jetzt gehst du genau da jetzt stehen bleiben. Da hoch und durchs Portal. Ja, sehr gut. Was können wir damit machen? Warte. Das da oben wäre Ende. Dafür brauche ich Orange. Also ich muss irgendwo Orange haben, sonst komme ich nicht raus. Also ich sehe es nicht. Ich sehe bei dir auch nur eine. Nee, ich sehe bei dir zwei gelbe Brücken, aber ich sehe nichts zum Orange anklicken.
Also das, was ich auf jeden Fall machen muss, ist so, und damit müssen wir arbeiten. Jetzt kannst du mal Gelb drücken, dann passiert bei dir aber nicht viel, außer dass du runtergehen kannst. Jetzt kannst du runtergehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach blind nach Grün komme. Ja, ich muss, achso, das meinst du. Naja, ob ich einfach nach Grün gehen kann, ohne dass du was machen müsstest. Ich könnte nur nach Grün kommen. Kannst du noch einmal Grün ziehen? Kommst du noch mal dran? Nee, ne? Ich komm dran, wenn ich noch mal Gelb kurz ziehe. Ja, mach mal. Wenn du was testen. Shit. Dadurch hast du Gelb. Mach noch mal rückgängig. Erst Grün, dann Gelb. Warte mal, aber momentan komme ich ja runter. Du kommst hin bis wo? Ja, jetzt muss. Jetzt, so wäre richtig. Jetzt muss ich Grün ziehen. Ich kann Grün gerade nicht ziehen. So wollen wir es haben, aber erst nachdem ich einmal bei Grün drankomme. Ja, von Grün wirst du ja auch wieder in Blau drankommen müssen. Warte mal, die. Das ist die 6. Wo ist denn das 6er Portal? Ist da ganz hinten. Da kommst du auch nur mit dem 6. Nee, dadurch, da kommst du theoretisch noch von dem 5er Portal. Nee, 5 ist aber Quatsch, weil da hast du angefangen. Lass mal gucken, wo ich hinkomme, wenn du Grün ziehst. Nochmal Grün. Rot, also Orange. Moment, stopp. Das ist ja Diamond. Wir brauchen Herz. Kommst du an Herz dran? Mist, ich dachte, ich kann da hoch. Warte, ich geh mal ganz hoch. Wenn du mich jetzt zu Blau führen kannst, so. Weil jetzt würdest du oben bei Blau ziehen. Wenn ich jetzt Blau ziehe, dann können wir Blau hin und her machen. Ja, dafür, dass du Blau ziehen könntest, also dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass du an Blau drankommst, muss ich einmal Grün ziehen. Aber ich komme an keinen grünen Hebel dran. Wo haben wir denn Diamond? Du stehst an Diamond. Entschuldigung, Herz, also Rot. Auf der 2, das ist ganz unten. Du kommst allgemein eh nur noch weg, wenn du mich irgendwie zu Grün bringst. Ansonsten bist du eingesperrt. Du kannst nirgendwo hin, wenn du mir nicht Grün gibst. Warte mal, dafür müsstest du durch die 6 laufen. Die 6 ist... Warte mal, wo ist die 8? Wo ist die 8 ist da ganz unten. Dann zieh mir mal Karo. Nochmal. Ach nee, das ist diese Sackgasse hier. Nee, nochmal. Bin wieder eingesperrt. Gib mir mal ganz kurz eine Minute, ich bin sofort wieder da. Ja, mach das. So, Safira, danke für 6 Monate. Frag, danke für 10 Monate. Schönen guten Abend an alle, schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Alles okay bei euch? Den schönen Start in die Woche gehabt? Ist das so wie It Takes Two? Es ist kein Jump'n'Run Galaxy Phoenix, es ist ein Koop-Rätselspiel, was mittlerweile im vierten Spiel ist. We were here, we were here too, we were here together und now we were here forever. Sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr lange auf das Spiel gefreut. Also wir hatten das schon ganz, ganz lange auf dem Schirm gehabt. Und ich bin happy, dass wir das jetzt endlich zocken können. Dass das auch so gut funktioniert und sehr, sehr schön ist. Die neue Brille, ja, gewöhnungsbedürftig erstmal noch. Ist noch ein bisschen anders. Gerade kürzere Distanzen abzuschätzen ist sehr schwer. Meine gelbe Brille kommt natürlich auch noch. Also meine Gunnar-Brillen sind ebenfalls gerade noch in der Produktion. Die brauchen aber länger.
Sind die anderen auch so toll? Der erste Teil ist relativ kurz und danach steigert sich das immer. Also du merkst einen guten Progress zwischen den Spielen. Aber selbst der erste Teil war schon toll. Also lohnt sich da wirklich mal mit einem Kumpel alle hintereinander durchzuspielen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Könnt ihr gerne machen. Und ich glaube sogar, die anderen sind reduziert. Non-End, oder Dankeschön, Non-End, danke für 47 Monate, vielen, vielen Dank. Lohnt sich For Honor, das liegt ganz daran, wie viel du spielen willst, The Real Elen. Also wenn du viel spielen willst, dann lohnt sich For Honor. Du findest auf jeden Fall genug also Matches gerade. Gerade wegen Crossplay, also lohnt sich. Consolero King, danke dir nochmal für die fette Subbomb. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Oh, lass ein paar Shiny Rosen da. Ja, also eine Idee. Ich muss nach Grün. Du musst nach... Grün funktioniert nur, wenn du auf die 5 kommst. Auf die 5 kommst du, wenn du das Herz da drehst. Das heißt, wir müssten erstmal, warte mal, von der 8 aus... Wo ist die 8? Die 8 ist da ganz unten. Ah, warte mal, die 7. Mach's gut, Benny. Kannst du mich hier hinten mal runterlassen? Hier ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Ich weiß nur nicht, womit. Das ist das wichtigste Ding, weil hier kann ich komplett runterlaufen. Ich bin bei der 8. Naja, wenn du jetzt durch die 8 durchgehst... Kann ich dich da runterbringen? Das ist die... Ich stehe jetzt an Grün. Das ist gut. Du ziehst jetzt nämlich einmal, also du musst Orange ziehen. Erst Grün nochmal, glaube ich. Ja. Erst Grün. Kann ich aber auch machen, theoretisch. Jetzt Orange. Okay, dann zieh ich jetzt auf. Gehst du einfach runter bis zum Portal. So, jetzt wärst du bei Blau. Jetzt musst du mir nur sagen, ob ich Grün jetzt noch einmal ziehen muss oder nicht, weil ich bin der Einzige, der gerade an Grün rankommt. Muss ich Grün noch mal ziehen oder so laufen? Warte, du kommst aus der 6 raus. Wenn du. Naja, du, von da kommst du nicht weg. Komm hier hoch. Geh in die 8. Und jetzt hätte ich. Wenn ich Grün nochmal ziehe, komme ich da hoch. Ja, ist richtig. Ja. Ich hab die Zahl. Das ist. Ich hab, dachte, du kommst aus einem anderen Ding raus. Entschuldigung. Nee, warte, aber jetzt hat sich das... Ah, genau, jetzt ist der blockt. Dann ist es wichtig, ob du Blau einmal ziehen solltest oder nicht. Bringt es was, wenn du Blau einmal ziehst? Passiert dann was? Hat sich jetzt irgendein Weg erübrigt? Warte mal kurz. Du kommst du jetzt zu der... Ach, warte mal, wenn du da jetzt durchgehst... Wo kommt, da kommst du da raus, dann gehst du jetzt zur 8. Dann kommst du da unten aber wieder nicht. Kommen wir nicht, ich muss auch an Grün, es funktioniert nicht anders. Geh du jetzt durch die... Nein, stopp, wieder zurück. Wieder zurück. Warte mal ganz kurz, ich kann mich jetzt hier drüben ja auch nein, noch... Nein, stopp. Erst Blau drücken. Ich soll Blau drücken? Ja, warte, ich drück Blau. Genau, und jetzt durch das Portal. Jetzt kannst du Grün steuern. Okay, wo? Und mit Grün musst du mich hier rausbringen. Jetzt. Jetzt musst du nach unten gehen. Dann kommst du dahin, dann kommst du da raus. Nee, ich muss nach oben.
Ich muss hier hoch. Du musst mich höher bringen. Du musst jetzt grün ziehen. Ja, warte, ich muss jetzt wieder zu blau. Nochmal blau. Und du musst jetzt einfach raus. Dann sind wir fertig. Muss ich blau ziehen, oder? Nein, nur Port. Ah ja, hier muss ich hin, okay. Na ja, yeah, man. Dankeschön für 4 Monate. Alles, Leute, danke für 12. Oi. Boah, guck mal, wie viele Level es noch gibt. Wo bist du? Ich stehe hier auf so einem roten mit Dominostein. Ah, da oben bist du. Hallo. Wo müssen wir rein? Die Lampen werden jetzt wichtig sein wahrscheinlich. Oder irgendwelche Anhaltspunkte, die du hast. Du hast eine Mundharmonika auf deinem Ding und eine Ukulele sehe ich da. Oder so ein Didgeridoo oder ein Banjo, was auch immer. Ich sehe bei dir einmal Spielkarten und ich habe keine Ahnung, was das andere sein soll. Könnte so ein Narrenschuh sein. Passiert da jetzt was, wenn wir das drehen? Bei dir tut sich nichts. Jetzt guck nochmal. Ich würde sagen, da habe ich vielleicht nicht drauf geachtet. Die Spielfarben haben jetzt auf jeden Fall Farbe, aber... Ich glaube, da muss sich was ändern, weil die ganze Außenform ändert sich ja. Also, dein Ding dreht sich bei mir einfach nur. Mehr tut sich nicht. Aber das wird sein. Entweder müssen die anecken, also weil das sind ja 5 Dinger, ne? Und ein paar davon sind ausgekratzt. Auf 2 ist was drauf, 3 sind leer bei den Portalen. Passiert was, wenn man durchgeht? Du bist aus einem anderen wieder rausgekommen. Welches ist ein... Habe ich auch nur eine Ziehharmonika? Nein, du hast keine Ziehharmonika. Du hast, also du, das letzte, wo du durchgegangen bist, war der Narrenschuh. Jetzt stehst du, also wenn du jetzt dich nun. Da ist nichts drauf. Da ist nichts drauf. Da ist der Narrenschuh. Beim nächsten ist nichts drauf. Und danach sind die Spielkarten. Die Spielkarten sind bei mir schon geschlossen. Hast du eine geschlossene Tür? Nein, ich habe keine geschlossene Tür. Kannst du dein Spielfeld mal 3-mal drehen oder 2-mal, abhängig davon, in welche Richtung? Noch 2-mal. Hat es jetzt nicht zu... Ach nee, hat sich nicht... Nee, nochmal. Das ist richtig, denke ich. Ich denke, das ist jetzt richtig. Jetzt geh mal da durch, wo du stehst, sozusagen. Ja. Jawohl, du bist in einem anderen Raum. Ja, aber hier ist nichts Neues, außer dass ich hier über mir die Ziehharmonika habe. Genau, du hast sozusagen das ganze Teil gewechselt. Das heißt, wir müssen deins mit meinem verbinden, dass wir, also, siehst du, wenn du auf mich runterguckst, nur meins oder siehst du auch die Dominosteine? Ich sehe auch die Dominosteine, aber im Gegensatz zu dem anderen habe ich hier jetzt einen Schlüssel, den ich drehen kann. Das würde ich mal machen. Ja, mach mal. Ah.
Perfekt, sag mir mal, wie der Narrenschuh, dass der Narrenschuh hier hinkommt. Ja, zweimal oder dreimal drehen. Momentan sind die Karten da. Jetzt noch einmal. Aber Moment, der Narrenschuh ist zu. Hier? Also, die stehen jetzt Schuhe, also es steht jetzt Schuh an Schuh, aber allerdings ist da das da eine Tür zu. Da bin ich aber drin. Ich bin jetzt beim Schuh. Hörst du mich noch? Oh oh. Mein Disconnect ist? Nein, ich höre dich nicht. Ja, ich hatte auch nichts gesagt. Jetzt sehe ich dich und höre ich dich wieder. Okay. Hab ich Dungeon Dragon Steine an meinem Ding dran? Ja, würde ich sagen. Die sind ja wieder in dieselbe Richtung drehen, zweimal wie beim Narrenschuh. Noch ein oder nicht? Nein, so ist richtig. Hier wollte ich nicht hin. Oder? Ist da oben ist noch ein Schlüssel oder nicht? Ja, kann ich da vielleicht hin? Dafür müsstest du. Nee, du hast ja kein. Dafür musst du erst nach rechts. Nee, da haben wir auch keine Connection. Habe ich. Moment, welches Portal habe ich gerade genommen? Du hast, oh Gott, du bist, momentan bist du, da ist ein Narrenschuh und Spielkarten und eine, was ist das, irgendeine rote, ist das eine Gitarre? Gitarre. Na, warte, der Schlüssel, den wir suchen, ist oben beim Narrenschuh. Dafür müssen wir in den Ukulelenraum kommen oder in den, was auch immer, Gitarre ist mir, ist egal. Hab ich hier auf meinem Teil eine Narrenmütze? Nee, da hast du nur den Narrenschuh, die Spielkarte und die Gitarre. Also den Narrenschuh, die Spielkarte. Mist, wie bin ich denn. Wie habe ich denn den Raum verlassen? Hier wollte ich nicht hin. Was habe ich hier, Kundran? Da ist nichts drauf. Schlecht. Insgesamt hast du da Gitarre, also Gitarre und Narrenschuh sind zu. Narrenschuh, ich will den Narrenschuh hier haben. Ja, da ist der Narrenschuh. Da ist der Narrenschuh. Ja, da ist der Narrenschuh. Narrenschuh ist zu. Was hab ich denn was ist denn bei mir noch drauf? Gitarre und Ziehharmonika, aber Ziehharmonika ist fertig. Der Ziehharmonika-Raum ist irrelevant, weil der ist leer. Aber ich sehe keine Connection mit deiner Gitarre. Ja, aber doch, ich. Bei deinem Fall ist eine Gitarre. Dann dreh mal zweimal. Das bringt uns nicht viel. Kannst du deinen Schlüssel da noch aufheben oder hast du das schon gemacht? Den habe ich schon. Ja, jetzt könntest du da durchgehen. Immer da durch. Du musst deinen noch einmal drehen, damit deine Gitarre bei mir ist. So funktioniert es. Die Räume werden nicht miteinander verbunden. Das sind Teleporter, die raumübergreifend sind. Dann hat sich das eh erledigt. Ja, du. Kommt drauf an, wo wir hinwollen. Wir wollen im Endeffekt wahrscheinlich Spielkarten haben.
Narrenmütze. Genau, Spielkarten fehlt uns. Wo ist denn die Narrenkappe? Ist da die Narrenkappe? Haben wir den, siehst du die Narrenkappe irgendwo oder fehlt uns der Raum? Nee, ich sehe keine Narrenkappe. Doch, eine Narrenkappe ist ja hier gegenüber von. Ja, ja, genau, dafür müsstest du zweimal drehen. Aber von meiner Seite aus. Nicht so wie du stehst, sondern andersrum. Nee, ich sehe nur die eine Narrenkappe. Ja, nee. Geh auf die andere Seite von dem Hebel und drück zweimal. Einzige Connection, die wir haben. Aber der ist zu. Das ist ein One-Way. Der ist eh zu. Jetzt wäre Narrenkappe an Narrenkappe. Spielkarten an Spielkarten könnten wir nur machen, wenn ich durch den Narrenschuh komme. Aber der Narrenschuh ist bei mir zu, oder? Der ist bei dir zu, ja. Ich kann nicht. Nee, du kannst eh nur durch die. Also das einzige Portal, was bei dir offen ist, ist entweder die Karten oder die beiden leeren. Die Karten habe ich. Dann schieb dein noch einen weiter. Und jetzt will ich hier die Karten hinhaben. Dann drehst du zweimal noch in die Richtung, die wir die ganze Zeit gedreht haben. Jetzt geht's los, Kundran. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Räume. Wo wollen wir hin? Wahrscheinlich in das Portal da oben, oder? Ukulele oder die wird das letzte sein, ja. Hat da nur eine Connection. Okay, das heißt, wir müssten zu dem Portal. Wir müssen zu dem Randportal. Von daher ist nämlich die Ukulele zur Ukulele zu verbinden. Ukulele zu. Hab ich eine Ziehharmonika bei mir? Nee, aber du hast das Randportal bei dir. Randportal, du meinst, wo sehe ich das denn noch? Das, ja, aber dafür muss ich zur Harfe, um das nochmal zu drehen. Komm ich da irgendwie hin? Ich muss sie erstmal finden. Wo bist denn du gerade? Jetzt um 180 Grad drehen. Rechts. Ah ja, du kommst Trompete, Kappe. Ja, du kommst ja nur zu. Nee, du musst zu Trompete, anders kommst du nicht weg. Und Trompete hast du aber keine Connection. Außer du bringst mich nochmal zur Kappe. Können wir zur Kappe? Hab ich eine Kappe? Du hast eine Kappe, ja. Du hast Kappe, Portal und Würfel. Ja, du hast auch Kappe. Deswegen sag, lass mal, wo ist denn meine Kappe? Die soll hier hin. Ja, genau da ist die Kappe. Dann geh du einmal auf die andere Seite vom Hebel und dreh einmal. So, jetzt kann ich zur Kappe. Jetzt kann ich dir doch bestimmt die Trompete zuspielen, oder? Oh. Eine Trompete an Trompete jetzt. Wo ist die bei mir? Trompete? Du hast keine Trompete. Doch, Trompete. Die Trompete ist an der Trompete leider. Ja, dann kannst du durchgehen. Wo soll ich durchgehen? Ja, hier will ich die Trompete hinmachen. Ach so, Entschuldigung. Dann musst du zweimal von der anderen Seite.
Jetzt kannst du durch. Wo muss ich durch? Du bist schon, Trompete. Du bist jetzt Trompete. Achso, ja, ich dachte durch mit nochmal irgendwo durch. Du hast jetzt Harfe. Ich hab jetzt Harfe. Ja, Harfe hast du auch. Wo? Recht, also da, jetzt links von dir quasi. Müsstest einmal drehen. In die Richtung, ja. Jetzt kannst du da durch. Also ist schon richtig bei mir. Ja. Jetzt kannst du, wenn du zweimal nach andere Seite zweimal machen. Jetzt durch die Tür oben rechts, ja, da wo du hinguckst, genau. Stimmt, jetzt scheiße, jetzt bist du wieder da. Oh, warte. Mist, das war ein Fehler, glaube ich. Kannst du nochmal zurück? Nee, kannst du nicht. Oh, scheiße. Kann ich dich jetzt irgendwie wegbringen? Ja, ja, du kannst es immer wieder rückgängig machen. Ich habe jetzt leider ein bisschen, also wir haben jetzt leider ein paar Züge verkackt. Per se aber nicht ganz so wild. Wir müssen einmal in den Kartenraum und noch einmal in Harfe. Ja. Warte, du kannst Trompete zurück. Ja, du kannst durch Trompete durchgehen. Du könntest Karte übrigens. Ja, schick mich mal nach... Ja, Moment, dann kommst du aber nicht zurück. Warte. Geh du erstmal durch Trompete. Hier. Vor dir. Ja, ist sie bei dir zu? Oder ist das keine Trompete mehr, ne? Bei mir. Nee, vor dir ist gerade die Spielkarte. Du musst genau einmal in die Richtung. Jetzt geh du einmal durch. Wieder durch. Perfekt. Und jetzt sag mal, wie ich nach Karte komme. Wo bist du? Scheiße. Du guckst in die richtige Richtung. Ich bin nur oben wahrscheinlich. Fast an der Decke für dich. Wie bitte? Also, du könntest... Also, Karte... Für Karte müsste ich Harfe einmal drehen. Das kannst du ja machen. Dreh da einfach in dem Raum. Oder was meinst du? Nee, also da, wo du jetzt drauf... Also, da, wo dieses Hafensymbol ist, das rote, da, wo jetzt wo du die Trompete siehst, da sind Karten. Achso, warte mal, aber da oben sind auch noch Karten. Also, du hast Karten sind entweder bei... Also, die siehst du ja beide auch. Karten sind momentan einmal direkt vor dir. Also hier. Ja, nee, das links davon. Das hier sind Karten. Ist jetzt Karte an Karte? Ja, ja, natürlich. Jetzt ist Karte an Karte. Blöd. Und jetzt, warte, du bist hier irgendwo in der Nähe. Da. Wir haben beide doch jetzt also habe ich ein Portal? Ja, ne? Ja, du hast Portal. Wo? Hier? Nee, hinten zwei rechts. Hier? Noch ein weiter noch. Den da, genau. Dann dreh du auch einmal, aber geh mal an den Hebel ran. Ja, so rum ist richtig. Ist jetzt hier Portal? Ja, da ist ein Portal.
Das ist, sieht wieder ähnlich aus. Ja, wahrscheinlich nur schwerer. Wo bist du überhaupt? Sind wir im selben Feld? Wir sind genau gegenüberliegend. Ich bin quasi über dir oder unter dir, je nachdem, wie du willst. Okay. Was ist das Endziel? Portal wahrscheinlich wieder, oder? Haben wir ein Portal? Wir haben zumindest Portal-Buttons. Ja, aber... Guck mal, das ist eine heilige Handgranate. Wo komme ich von mir aus überhaupt hin? Man sieht ja eigentlich alles, oder? Also stimmt. Und der Turm ist das Einzige, was offen ist. Moment, ich kann aber theoretisch bei mir gar nichts schieben. Du kannst zum Ei. Wie bitte? Nur du kannst eigentlich gerade raus. Du kannst Ei an Ei. Jetzt kannst du mir den König zuspielen. Das ist richtig. Also, spiel mir mal die Schachfigur zu. Kunran? Ja, wo bist du? Im Paralleluniversum, was genauso aussieht. Ach du Scheiß. Ich hab aber das Portal hier. Dann wollen wir da hin. Ich glaube, jetzt spielen wir alleine. Dreh mal irgendwas. Ich will nur wissen, ob du was bei mir änderst. Kannst ja wieder zurückdrehen. Scheiße. Okay, scheiße. Deine Felder drehen das bei mir auch, aber haben andere Symbole. Du hast bei mir übrigens gerade den Geierkopf gedreht. Okay, das ist bei mir weiterhin das Ei. Okay, der Ei-Raum ist der Geierkopf-Raum in meiner Welt. Ja, kann man sich merken, ein Geier legt Eier, okay. Schick mal noch einen weiter. Jetzt hättest du mir Maske an Maske gegeben, warte. Jetzt, mach mal nix. Ich bin dran. Du drehst mir jetzt gerade die Maske. Ja, warte, ich bin jetzt in der heiligen Handgranate. Moment, ich bin wieder bei dir, glaube ich. Bin wieder in der normalen Welt. Ja, ich bin wieder über dir. Ich kann mir... Warum? Du hast mir aber die Maske gedreht. Also ich kann jetzt momentan drehen. Warte, ich kann auch weitergehen. Ja, der Geier, also die anderen Symbole sind auf der anderen Seite sozusagen. Das müsste jetzt auch in der anderen Welt da sein. Ja, genau. Jetzt bin ich in der anderen Welt und stehe gerade beim Clown-Scepter, nenne ich es mal. Genau, das heißt aber immer noch, dass wir insgesamt immer noch zum Portal wollen. Du bist beim Clown-Scepter. Das sehe ich gar nicht, oder? Ach, das ist bei dir in der Welt. Hast du eine Möglichkeit, zum Schlüssel zu kommen? Ich habe leider gar keine Möglichkeit gerade, weil beim Clown-Scepter ist das Ding abgebrochen. Das heißt, du kannst gerade... Warte, lass mich mal kurz nochmal zurück. So, jetzt müsste ich dich irgendwo sehen. Schlüssel an Schlüssel. Was bist denn du? Ich bin jetzt wieder in der anderen Welt und bin beim Schlüssel rausgekommen. Oh, du bist beim Schlüssel rausgekommen? Ja, du hast mir Schlüssel an Schlüssel gedreht und jetzt stehe ich beim Schlüssel. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist richtig gut. Warte. Oh nein, ist abgebrochen. Ich bin jetzt beim Geier. Ich kann nicht drehen. Das ist doch... Kannst du das Ei... Kommst du zum Ei?
Ja, komm ich. Jetzt sogar schon? Ja, jetzt komme ich zum Ei. Ja, dann dreh mal das Ei. Stopp. Ja, jetzt komme ich auch schon zum Portal. Ja, genau. Da sind wir. Okay, das war meiner Meinung nach... Nochmal gedrückt halten. Also man musste diesmal nicht so... Also man musste eigentlich immer nur ein, zwei Mal drehen und es gab kaum Ausweg. Nochmal gedrückt halten. War geil. Spooky. Tragic tale of King Bartholomeus, a tale of deception. After losing his heirs, my king was a broken man. So ein gutes Spiel, Mann. At risk. Ever his loyal subject and was für schöne Rätsel das bis dahin waren. I persuaded my king to pursue immortality. We would use alchemy and rule together forever. But alas, time was our bitter foe, and as my king lay dying, a treacherous demon caught his ear, offering immortality via contract. When death came knocking, King Bartholomeus signed his name right there, but in his haste never checked for any fine print. That fool condemned his realm and all within to this cold prison. Now, naturally, absolutely crucial. Nothing happens to his contract, my niece. Mess with the heart of a king, and surely all hell will break loose. Among Us ist doch bis dato nur ein einziges Mal ausgefallen, Protoys, wegen einem Event. Also, ich frage mich immer, wie die Leute darauf kommen, wenn man ein einziges Mal keine Among Us spielt. What is mine? You shall pay for your sacrilege. How dare you come back here? Damn you! Da sind wir wieder draußen. Weiter geht's. Ich hatte aber mit tiefe Kurzangst, ist vorbei. Schwer einzuschätzen, ne? Vor allem dieses Licht war ja fast immer das Ende. Also du bist am Ende auf dem Licht zugegangen. Also alleine von den Rätseln, vom Ablauf her, war es aber schon wesentlich aufwendiger als die letzten Teile.
Ja, wobei die Rätsel bis jetzt fand ich relativ simpel und selbsterklärend, oder? Ja, aber die Minispiele waren bis dato cool. Ich mochte das mit den Feldern. Und ich mochte dieses Schieberätsel-Ding mit den Räumen. Das sah halt visuell sehr gut aus. Deswegen wird das Spiel auch größer gewesen sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du hier auch so einen Mikrorufler wieder? Naja, immer wenn das Spiel lädt anscheinend. Das kennen wir aber auch schon, oder? Hier war das Schachrätsel beim letzten Mal. Und wir mussten uns beeilen, weil sonst sind wir erfroren oder so. Es ähnelt dem auf jeden Fall, ja, definitiv. Hier kann man aber nichts machen. Das ist, glaube ich, das. Kann das sogar sein? Ja, auch das draußen könnte das von dem einen Mal sein. Das hier könnte relativ vom ersten. Konrad, ich bin durch den Harry Potter Geheimgang gegangen. Show me you are one of us. Who are the ones that betrayed me? Who led us rock bands astray? Ich muss hier gerade Among Us spielen. Okay, das kannst du ja, das ist gut. Ich muss rausfinden, wer der Übeltäter war. Also ich habe ganz viele Bücher und Köpfe vor allem. Ja, du kennst das ja, wo wir eben waren. Hier fehlen zwei Leuten Köpfen. Ja, ich habe eine Menge Puppen und Köpfe, die ich irgendwie zusammensetzen muss. Hast du denn gar nichts? Ich habe neben der Wand, wo du durchgegangen bist, ist einfach nur so ein. Also, ich kann nichts anklicken. Das, als wäre das auch dieser Drehmechanismus, aber geht nicht. Dann habe ich, wie gesagt, hier diesen. Den König in Rot. Da sitzen zwei Typen ohne Kopf. Ich glaube, ich kann dir da einen Kopf durchschicken. Du musst mir nur sagen, welche du brauchst, wahrscheinlich. Oh, stimmt, hier dreht sich was. Ich habe keine Ahnung, wie die Köpfe aussehen sollen. Also es geht um die beiden Figuren, die da vorne stehen, ne? Ja, hier sind zwei Figuren. Ich würde sagen, so ein roter Schrampler, mehr oder weniger. Der eine legt dem anderen die Hand auf die Schulter. Und ja. Die eine legt... Was würdest du denen für Rollen geben? König, Königin, der Kronprinz, Prinzessin, Hofnarr. Wie sehen die aus? Also Klamotten haben sie beide selber. Anhand der Klamotten würde ich sagen, ja, das ist beides ein Hofnarr oder ein Clown. So rein von dem Verhältnis, wie sie sind, wird das eine der König und der andere der Berater sein oder so. Ich habe hier zum Beispiel den Kronprinzen. Ein edler Prinz, der ein großer König hätte werden können. Er starb in der Schlacht, bevor er seine Bestimmung nachgehen konnte. Er genoss es schon als Kind auf dem Thron zu sitzen und so zu tun, als wäre er der König. Alle trauerten um ihn als niemand mehr als der König und die Königin. Könnte das der Prinz sein? Könnte durchaus der Prinz sein. Er sitzt halt auf seinem. Also sitzt auf dem Stuhl und hinter ihm ist eine Krone. Also könnte der schon sein. Dann habe ich noch den Hofnarren, Berater des Königs, ein Intrigant und Gauner. Manche sagen, er sei ein Idiot, andere behaupten, dass seine Intelligenz ihresgleichen sucht. Sein Ehrgeiz brachte ihm das Vertrauen des Königs ein. Sie sind unzertrennlich. Welches Geheimnis flüstert er unserem Herrn ins Ohr? Das ist der Hintere. Ja, das ist definitiv der Hintere. Dann suche ich mal das Gesicht des Hofnarren. Ja, hier. Den schicke ich dir mal. Oh, ich hätte ihn vielleicht noch ausreden sollen. Ja, Moment, aber da muss ja der andere der König sein. Sehr wahrscheinlich. Also ja, das, so wird es zusammenpassen. König kommt. Mein Name ist Verstorben.
Hörst du es eigentlich auch, was die sagen? Nee, bei mir steht nur Gemurmel. Ich kann es nicht hören. Oh, okay. Shit, dann hätten wir da drauf hören sollen. Also der König hat jetzt gesagt, so er würde eher sein Königreich niederbrennen, bevor er irgendjemand anders an die Krone lassen würde. Was ist denn jetzt passiert? Ah, richtig. His Royal Majesty wasted his own lands and people to pursue a terrible ambition. His jester whispered into his ear. This is the tyrant we resist. Du kriegst jetzt wahrscheinlich eine andere Szene, ne? Our secret sense. Ja. Hörst du ihn sprechen? Keeps out the king. Ja. And his cold. Ja, quasi wie das, wer beschützt ihn, wer sorgt für seinen. Also ich habe quasi einen, der hier eine Mauer hochzieht, und ich habe einen, der sitzt der in einem. Er könnte in einem Gefängnis sitzen, aber er macht auf jeden Fall auch irgendwas mit einer Mauer. Ah, und hier hinten steht einer, der schützt aber auch einfach. Also jetzt geht, wie ist die allgemeine Szene aufgebaut? Es geht jetzt nicht mehr um den Thron oder was? Suchen wir jetzt eher nach einem Priester oder Bischof oder suchen wir eher nach einer Wache? Weil ich habe mehrere Bücher. Wir suchen eher nach einer Wache. Also genau, wir haben eine Szene, wir haben quasi außerhalb der Mauern steht, der hat auch einen Kopf schon drauf, der hat Schild und Schwert in der Hand und auf der anderen Seite ist quasi eine Mauer mit einer Tür drin. Da steht einer dran an dieser Tür, beziehungsweise ist eher, also ist so eine Gittertür wie aus einem Gefängnis. Und auf der und dann ein dritter, also dem fehlt ein Kopf. Und hinter dem steht auch noch einer, beziehungsweise kniet einer, und der ist gerade eine Mauer am Mauern. Okay, ich habe hier Brutus, der Gefängnisdirektor. Er ist unbarmherzig und grimmiger Krieger, der keine Gnade kennt. Einst war er ein großer Krieger der Armee des Königs, bis er in der Schlacht seinen Schildarm verlor. Fehlt ihm dann Arm? Nee, Arm haben die. Das heißt, er besitzt alle Schlüssel von Castle Rock, seine Tage verbringt er in den Tiefen der Festung und foltert Gefangene. Der ist das nicht, weil er hat noch einen Arm. Die haben auf jeden Fall beide Arme. Also es würde mit der Tür theoretisch zusammenpassen, aber ich sehe bei ihm auch keine Schlüssel oder so. Dann habe ich den hier, der treue Beschützer des Königs. Er spricht nie, aber der König hat immer ein offenes Ohr für seine Ratschläge. Niemand weiß, wie er aussieht, außer dem König. Er beschützt ihn sogar nachts, wenn der König schläft. Oh, das sieht mir nicht nach dem Thronsaal aus. Eher nein. Ja, Moment, jetzt habe ich nur noch so Alchemisten und Magier, keine Wache. Habe ich keinen mehr, der irgendwie nach einer Wache aussieht, sondern nur noch so Adlige. Hast du keine Handwerke? Ich habe den König, Königin, Kronprinz, Prinzessin, Hofnarr, noch eine Prinzessin. Ich habe den Hochalchemisten, Gefängnisdirektor, die Wache und der Abt. Ich stehe übrig, ich kann bei dir reingucken. Ja. Dann habe ich sonst noch den. Das Wort kenne ich nicht, außer ich spreche es falsch aus. Dann haben wir noch. Ja, Moment, Handwerker, hast du gesagt? Ja, definitiv ein Handwerker. Der eine mauert eine Mauer. Dann haben wir das Oberhaupt der Uhrenfamilie, das Oberhaupt des Glasbläsers, das Oberhaupt der Mann, niemand kennt sich besser mit Steinmetzarbeiten aus. Ja, definitiv, also der baut eine Mauer. Ja, warte. Wobei, grundsätzlich baut er die Mauer gerade, zieht er die Mauer hoch. Na, das wird er sein, das wird er sein. Leider kann ich mit dem anderen wenig anfangen. Wie gesagt, der lehnt quasi an der Tür, an so einer Gittertür. Doch. Wer ist das? Ist das der hier? Ja, ne? Ja, oder? Was meint ihr, Chat? Ist das der richtige Kopf? Da kommt einer, der Steinmetz. Das war der auf jeden Fall, der Blonde. Und die anderen sind alle männlich. Das war der nicht. Das muss der sein.
Während meine Freunde mit dem Gerät beschäftigt sind, das... Ein Kopf fehlt noch oder zwei? Einer. Und das ist der, der jetzt am Gitter dran steht, oder was? Genau, der steht an dem Gitter dran. Der steht an der Gitter. Die Tür ist halt leider quasi in der Mauer drin. Also wenn er die Tür aufmachen würde, wäre dahinter eine Mauer. Und links davon sind noch Zahnräder übrigens. Würdest du sagen, das ist der... Also wie kamst du drauf, dass das der Steinmetz war, weil er das visuell macht? Was macht der denn? Der andere, der lehnt einfach gegen... Also der andere hat nichts in der Hand. Der hat eine Hand, hat er an der Gittertür. Die andere hat er wie so eine Pistole geformt neben seinem Kopf. Also es ist ganz komisch. Und war da irgendwas mit einem Zahnrad? Ja, Zahnrad hat er hier neben sich auch noch an der Wand. Ach so. Sind wir überhaupt in dem... Okay, ja, warte. Ich schick dir jetzt den mit dem Zahnrad. Ja, das muss der dann sein. Dann kommt jetzt dieses... Ja, definitiv. Also der hat eben, das ist quasi der Fallen und Steller, beziehungsweise der macht verdeckte Wände und der hat eine Tür von der Wand. Correct. The Masons tore down the ruins of Rockberry to construct new homes that protect us from the unending winter. The clockmakers designed secret doors and contraptions that allow us to hide from our king's gaze. Who guides our journey by starlight? Who forges the ancient way through night? Das letzte mit einem. Oh, er ist schon fertig, ja. Also einer liest quasi eine Sternkarte, hat einen Kompass in der Hand und der andere erstellt mehr oder weniger, also so mechanische Zeichnungen. Moment, der zweite macht was? Der zweite ist quasi an einem Zeichenbrett und macht Zeichnungen von irgendwelchen Konstruktionen. Oh, doch nicht so einfach. Das hier wird der erste sein. Ich hab hier den, die königliche Autorität für Glauben und religiöse Rituale. Er ist besessen vom Himmel und dem, was hinter ihm liegt. Hast du sonst noch irgendwas mit Sternenleser oder so? Er hat sonst noch den obersten Wissenschaftler des Reiches. Er studiert das Arkane, Antike und Mysteriöse. Er überwacht die Experimente in der Alchemiespitze. Er tat den Narren als nah ab, fürchtet aber insgeheim seine überragende Intelligenz. Das könnte im Zweifel vielleicht der zweite sein, aber mit Alchemie habe ich hier sonst... Also es sieht nicht nach Alchemie aus, eher so nach einem Techniker auch wieder. Guck mal, ob ich noch ein Buch habe, weil die anderen passen auf den anderen gar nicht. Ja, wie gesagt, der eine deutet so in den Himmel, so Richtung Sterne und hat dabei einen Kompass in der Hand. Und der andere steht an einem Brett mit mehreren Blättern dran und macht, ja, wie so Konstruktionszeichnungen, wenn man so will. Also, ja. Konstruktionszeichnungen von... Foltermaschinen? Nö, das sieht jetzt nicht nach Foltermaschinen aus, oder? Weil das Problem ist, wir haben halt den Wissenschaftler mit Arkane, Antike und Mysteriöse, aber ich finde, das passt nicht so genau. Nee, das sieht nicht nach. Das sind eher, also das unten ist zum Beispiel, das könnte ein Teleskop werden. Den ist das keiner. Oder? Bronze gießen.
Glasmacherei. Wir haben hier nochmal den Uhrmacher. Moment, den Hut hast du ja schon. Ja, Uhrmacher würde ich nicht sagen. Ja, ja, den Hut, den kann ich auch nicht mehr geben. Ich habe hier noch die Königin. Sie war einst königliche Erscheinung, schön wie die Sterne. Sie wusste von der Untreue des Mannes, aber jetzt aber. Sie musste den Tod zweier Söhne und einer Tochter ertragen. Der Kummer über den Verlust ihrer Kinder ließ sie stumm und litan. Nee, das wäre zu wenig. Nee, Königin auf gar keinen Fall. Das hat nichts mit Königin zu tun. Irgendwie ein Astrologe. Wir haben noch den Glasbläser. Mit ihrem scharfen Auge, die von selbst entworfenen Linsen und Spiegeln unterstützt wird, sucht sie bei den Sternen und Planeten nach Orientierung. Er sucht nach den, bei den Sternen nach Orientierung. Ja. Ja, das würde theoretisch passen. Also der guckt in die Sterne und hat einen Kompass in der Hand. Sterne nach Orientierung. Dann kommt der jetzt. Ja, würde ich definitiv. Ja, das passt. Dann haben wir hier noch das Oberhaupt der Bronzegießer. Einst Waffenschmied der königlichen Armee, bis er genug vom Krieg hat. Heutzutage konzentriert er sich auf das Gießen von komplizierten Objekten mit Ziercharakter. Er beherrscht alte Gusstechniken, weil er ausgegrabenen Schmieden aus alten Zeiten studiert hat. Ja, es könnten schon. Boah, sind das Gussteile? Also da sind teilweise Gussteile dabei, aber. Das wäre sowieso der letzte Handwerker, den wir haben. Ja, schick ihn mal rüber. Du kannst ihm ja zurück. Die sagen ja immer was. Daran kann ich auch erlesen, ob das passt. Also es kommt Gussteile, sagt er. Ja, warte, dafür muss ich seinen Kopf erstmal finden. Ich bin mir da nicht sicher, warte. Kommt. Ja, okay. Der wird sie nicht selbst zeichnen, sondern er studiert sie nur. Auch wenn er da eigentlich meiner Meinung nach ein Lineal hat, um was zu zeichnen, aber das passt. Correct. Desperate for a way to escape. Her brightest mind studied lore long lost and forbidden. You discovered how to navigate out of this frozen waste, using the power of the moon and stars. Who are Barry? Unlikely friends. Who defy our king until his reign ends? Wer widersetzt sich dem König bis zum erbitterten Ende? Also ich habe eine Szene, die spielt halb in einem Wald, halb in einer, ja, eigentlich in einem Gebäude drin. Ich habe einen mit Schwert und Schild, der hat schon einen Kopf. Dann habe ich noch einen, der hat seinen Säbel oder sein Schwert hinterm Rücken, dem fehlt der Kopf. Und ich habe einen, der packt etwas, entweder er packt etwas hinter einen in einen Safe oder er holt das aus einem Safe raus und der Safe ist normalerweise hinter einem Gemälde versteckt. Was war das erste? Widersetzt sich dem König und im Wald verschwunden? Ja, genau. Widersetzt sich dem König und ist hier im Wald verschwunden. Ja, kommt. Genau, also der befindet sich auch in dem Wald und der hat einen Segen. Ja, passt Nupsi perfekt. Nupsi macht das sehr gerne.
So, und wer fehlt noch? Der Typ, der was aus dem Tresor entweder reinlegt oder rausholt, der Tresor ist normalerweise hinter einem Gemälde versteckt. Eher so diebmäßig? Da wir auch eben schon Widersetzen hatten, würde ich sagen, das wird wahrscheinlich in dieselbe Kerbe schlagen, ja. Also der ist in einem Gebäude drin, also das ist so aufgeteilt, rechts ist Wald, links nicht so eindeutig, ist es in einem Gebäude drin. Also ich weiß nicht, ob er schleicht. Die sind halt alle barfuß und die Figuren sehen alle gleich aus. Also die Person packt was in den Safe, das ist alles. Mehr haben wir nicht, oder was? Also entweder sie legt was rein oder sie holt was raus aus einem Safe. Du siehst, dass der Safe normalerweise hinter einem Gemälde ist, aber das Gemälde ist nach oben geschoben. Ich kann dir das Gemälde noch beschreiben. Auf dem Gemälde ist vermutlich der König. Der König hat zum einen seine Krone auf, aber unter der Krone ist auch noch ein Tigerkopf so halb, den er als Krone trägt. Ja, es gibt wahrscheinlich zwei Stück. Was ist mit dem Tigerkopf? Die Krone hat einen Tigerkopf mit inbegriffen quasi. Oder ist ein Tiger, ein Löwe, ein Tiger? Ja, das wäre der Kronprinz hat so einen Helm. Also, aber das ist das Bild, oder was? Ja, das ist nur auf dem Bild drauf, wo der Safe hinter versteckt ist. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es die andere Prinzessin, die jüngste Tochter von König Bartholomäus, sie ist seit ihrer Kindheit widerspenstig und gesellig und zeigt immer wieder ein Verhalten, das einer Prinzessin nicht angemessen ist. Sie wurde ins Kloster geschickt, um die Tugend von Bescheidenheit und Anstand zu lernen. Ja, passt eher nicht, würde ich sagen. Ja, die andere wäre die Königin. Schön wie die Stelle, sie wusste von der Untreue ihres Mannes, tolerierte sie aber pflichtbewusst, aber mehr steht da auch nicht. Wusste von der Untreue des Mannes. Da macht es natürlich irgendwo Sinn, wenn sie hier irgendwas versteckt. Also ich kann halt leider auch nicht wirklich erkennen, was das ist. Das könnte ein Buch sein. Das könnte auch irgendwie ein Bild sein. Ich kann es quasi nicht erkennen. Könnte ein Buch sein? Also der Abt hat so ein Buch und das sieht aus, als wenn er es klauen würde. Die königliche Autorität für Glauben und religiöse Rituale. Er ist besessen vom Himmel und dem, was in ihm, bla bla bla. Er ist auf der Suche nach Wahrheit und macht gleichermaßen den Namen Prinzessin Catherine als Mündel auf, um sie zur Keuschheit zu erziehen. Boah. Der mobst halt ein Buch. Ja, das könnte schon ein Buch sein, aber wissen tue ich es auch nicht. Ist so ein blauer Kasten quasi. Das sieht aus, als wäre da ein Seil vorne drauf. Nee, bei mir steckt da sich nur so ein Buch da. Bei mir steckt da nur ein Buch da irgendwo rein. Nee, also das Buch wäre quasi schon so Brustkorb groß fast. Ich habe irgendwie die Befürchtung, es ist die Prinzessin. Warte mal, ich kann hier hier war ja eine Eule, die es erzählt hat. Ich kann an dem Fuß oder an einer Kralle ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es nochmal erzählt. Soll ich mal ziehen? Ja, mach mal. Who are berries unlikely friends? Who the fire king? Until his reign ends. Haben wir. Wer sind die seltsamen Freunde von Rockberry? Rockberry ist der König, ja? Das könnte dann natürlich trotzdem der Abt sein. Weil das Widersetzen, das haben wir. Das ist der zweite. Das ist der rechte, der sich jetzt widersetzt. Und wer sind die seltsamen Freunde? Das könnte der erste sein. Ich hätte auch die Rockberries das Königreich, ja. Okay. Kannst du einfach mal sagen, was er bei dem Helm sagt? Wenn ich jetzt den abgebe, was erzählt er dann? Muss er nicht einsetzen.
Ansonsten glaube ich, ist es die Prinzessin hier. Die hier. Also er dient Gott und König und Zepter und Stab und ja. Ja, nee, den macht man nicht. Gib mal, dann nimm mal den hier. Ich werde das Buch aus Gold verstecken. In der alten Burg meines Vaters. Und den Menschen helfen, dieser Kälte zu entkommen. Ja, ja, das wird die Prinzessin sein. Das ist die, die da Anstand lernen soll. Ja, definitiv. Korrekt. The king's own daughter throws against our sovereign, though he knows it not. They wish to undo their father's crimes against our people. Ah, their souls be blessed. Their rebellion is our greatest weapon. Hm. Wir sind weg. Was? You are a friend. Enter. Wahrscheinlich außen hier durch. Nee, nee, muss früher springen. Oh, Tatsache, der Gang. Bist du da, Conan? Muss ein bisschen. Ja, genau. Warum bin ich denn jetzt schon wieder drin? Ah, du auch. Drin. Deine größten Sünden zugeben. Ich hab Lags, das ist meine größte Sünde. Oh Gott, das ruckelt für Hölle. Das Level musste geladen werden. Muss noch. War einfach eben nur ein Beichtstuhl. Ah, das sieht nach einer Menge Rätsel aus. Musik wird dich nach Hause führen, steht hier. Ja, das steht da hinten auch. Ja, guck mal, ich glaube, hier rechts und links gehen Treppen hoch, könnte ich mir vorstellen, an der Orgel. Die fahren aus. Hier liegt eine Hand. Vor den Kirchen, also vor den Sitzen hier oder vor den Kirchenbänken sind Symbole. Ja, wir haben auch schon gesehen. Ja, kannst du einmal die Kurbel hier ziehen? Wo ist die Kurbel schon? Hinter mir links. Okay, also einer oben, wahrscheinlich einer unten. Der kommt automatisch wieder runter. Ich habe jetzt losgelassen, ist der wieder runtergefahren. Ja, 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 wir können nicht wahrscheinlich beide sein. Was mir hier jetzt gerade noch aufgefallen ist, bei den Bänken, wahrscheinlich hast du es auch schon gesehen, du hast hier, da sind relativ viele weiße, dann hast du eine rote mit der Krone drauf und vorne hast du vier mit dem Abt-Symbol drauf. Wenn alle Teilnehmenden richtig Platz genommen haben, beginnt die Zeremonie. Ja, okay, dann müssen wir hier was machen. Ich habe einen Hebel, den ziehe ich mal. Was passiert? Du hast mir eine Tür geöffnet. Und hier sind verschiedene Marionetten. Ja, das werden unsere Gäste sein. Die Marionetten. Es gibt hier vier, die diesen Abtut aufhaben. Ich habe ja einen mit einem Zylinder. Ich habe einen mit einem Cowboy-Hut. Zwei haben hier gar keinen Hut. Einer hat eine Halbglatze, so ähnlich wie ich. Eine könnte hier eine Frau sein. Dann habe ich hier zwei mit so einem grünen Schirmhut. Ich habe eine Frau mit einem Dutt und ich habe einen mit einer, ja, so einer gewellten Frisur nach unten. Ja, also ich habe hier, wir haben hier so, das müssten die Glasbläser sein. Hast du da auch Symbole dran oder nicht? Ich habe,
Ja. Ich habe Verhaltenskodex. Männer und Frauen können nicht auf der gleichen Bank sitzen. Setz dich nur auf P1. Und wir brauchen überall Ohren. Setz dich niemals hinter oder vor ein anderes Mitglied des Widerstands. Okay, pass auf. Ich habe hier eine der Glasbläserinnen. Die hat so ein Abthut auf und so lockige Haare. So zwei links, zwei rechts und zwei dickere Locken. Dicke, graue Haare. Ja, grau, leicht blond, ja. So ganz rote Wangen. Ja, ist bei mir eine Holzfigur halt, ne? Ja, bei mir ist auch eine Holzfigur, aber die hat richtig dicke rote Wangen bei mir, die Figur. Würde ich nicht sagen. Aber die sehen alle gleich aus bei mir. Also die sind alle Holzhölzer nur. Warte mal, ich habe hier noch zwei verschiedene Sachen. Ich habe hier noch einmal das Königsding. Da sind, das könnte das mit den Verrätern sein. Also ich habe hier einmal so eine Königskrone. Da sind, ja toll, ein Ding ist umgefallen, das hilft natürlich nicht. Da sehe ich, wie quasi die Angehörigen wahrscheinlich des Königs aussehen. Und dann habe ich hier einmal so ein blaues Ding, was zerrissen ist. Da sind auch Sachen drin und ich vermute mal, das werden dann die Verräter sein. Die dürfen dann nicht gleich sitzen. Ja, also wir müssen jetzt erstmal wahrscheinlich die Leute da unten richtig hinsetzen. Kannst du mal die... Ja, die Glasbläserin ist ein Abt. Also die hat so eine Abtmütze auf, graue Haare, vier Locken. Ja, habe ich. Bring die mal hin. Und wenn ich das richtig sehe, muss die ganz vorne links sitzen. In Blickrichtung links? Naja, von dir aus jetzt einfach, wenn du die... Genau. Ja. Warte mal, ich habe hier noch andere Symbole. Ich habe hier noch einen Abt, der hat quasi, da sind Zahnräder davor. Dann habe ich, aber die anderen verstehe ich gar nicht. Da sind. Lass erstmal meine durchgehen. Du hast noch gesagt, du hast eine mit einem Dutt. Die hat einfach nur einen Dutt und auch graue Haare, ne? Ja, genau. Ja, die einmal. Ja, bin auf dem Weg. Hinter der rechts. Ja. Da, richtig? Ja, genau. Jetzt so ein Abt, der aussieht wie so ein Wichtel. Der hat so einen Pottschnitt und einen Spitzenbart. Ja, so ein Ziegenbart. Und der müsste ja dahin, wo ein Abt-Symbol mit Metall... Also vor dir, der links. Nee, der andere. Der andere hätte einen Farbeimer davor. Ja, genau, den meine ich. Aber ich glaube, das ist eher so ein Bleigießen. Sandmann, genau, das war's. Ja, haben wir. Dann brauchen wir ein Peters Betonlock und eine Monokel. Ja, habe ich. Jetzt kommt wahrscheinlich deins zum Einsatz. Wieder auf einen der Farbeimer. Aber davon gibt es halt zwei, die kein Symbol haben. Das heißt, die müssen nach so den Regeln richtig sitzen. Es ist aber auf jeden Fall ein Farbeimer-Typ. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Also der darf nicht nach links, weil da sitzt eine Frau und Männer und Frauen dürfen nicht zusammensitzen. Er hat eh keinen Farbeimer. Jetzt muss ich noch gucken, ob der irgendwie nett oder böse ist. Aber kannst du nicht erstmal hinsetzen? Verschieben können wir noch. Es gibt Farbeimer neben Königsfamilie und Farbeimer neben Waffenschmied oder so. Okay, ja. Der letzte aus dieser Dreierkonstellation ist so eine Frau mit einer grünen Schleife und so nur normalen Mittelscheitel, nur dass unten so an den Ohren die Haare so zur Seite weggehen. Warte, aber grüne Schleife, ja. Auch nochmal mit dem Eimer. Also die Reihe dahinter links. Ja. Das wäre die Dreierkonstellation. Wie dürfen die aber jetzt sitzen? Darf davon einer neben der Königsfamilie sitzen?
Okay, also Männer und Frauen dürfen wir auf gar keinen Fall nebeneinander. Das hätten wir so aber hinbekommen. Grüne Schleife. Ich habe hier eine Frau mit grünem Hut und roten Haaren, die darf neben der Königsfamilie sitzen. Ich habe... Moment, aber ich habe dieselbe Frau nochmal und die ist nicht bei der Königsfamilie. Ich habe jemand mit Monokel. Der hat... Also Monokel hat keine... Ist bei der Nicht-Königsfamilie. Ich habe noch zwei, aber da habe ich kein Symbol drüber. Deswegen weiß ich ja nicht, wo die hingehören. Ich habe einmal einen mit Monokel und so einer Glatze oben. Der hat nur an den Seitenhaaren. Ja, den habe ich. Aber ich weiß nicht, was das seine Berufung ist. Okay, ja, warte mal. Kann ich da noch was zu beisteuern? Naja, ich kann da nicht wirklich was zu beisteuern, aber das ist definitiv ein Verräter. Die dürfen nirgendwo sitzen? Die dürfen nicht neben oder vor... wir brauchen überall Ohren. Also wir spielen eigentlich aus der Sicht der Verräter bzw. des Widerstands. Wir brauchen überall Ohren. Setze dich niemals hinter oder vor ein anderes Mitglied des Widerstands. Er muss ja in der hinteren Reihe sitzen, weil woanders darf er ja nicht hin. Aber das gilt für den Nächsten auch. Ja gut, das kann ja durchaus sein. Also das hier ist jetzt auf jeden Fall ein Verräter. Den habe ich jetzt richtig hingesetzt. Der dürfte jetzt, vor ihm dürfte kein anderer Verräter sitzen, aber ich glaube, die Frau mit dem Dutt ist kein Verräter. Ja, Moment. Jetzt habe ich in derselben Glasvitrine wie den habe ich noch einen. Zylinder und wieder dieser Ziegenbart, aber da drüber noch so ein Magnum-Schneuzer, also so ein feine Herren-Schneuzer. Ja, also das ist kein Verräter, den dürfte ich neben den anderen setzen. Okay. Mehr Infos und Figuren habe ich aber nicht. Okay, vielleicht bekomme ich den Rest selbst hin. Ich habe jetzt noch einen weiblichen Abt. Der muss neben dem anderen weiblichen Abt sitzen. Dann habe ich einen männlichen Abt. Der muss neben dem anderen männlichen Abt sitzen. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, ob ich... Weil ein Abt ist auch noch ein Verräter. Muss mal kurz checken, weil das Problem ist, bei dem Verräterabt sehe ich nicht richtig. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Der Abt, den ich hingesetzt habe, der ist ja fix wegen der Berufung. Stimmt, ja, ist richtig. Das heißt, die Abts müssen eigentlich so sitzen. Das heißt, jetzt müsste ich nur wissen, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Abt ist. Kann ich das sehen? Auch das sehe ich nicht, glaube ich. Der ist richtig, Kundran. Guck mal, der ist safe. Da liegt ein Arm auf dem Boden. Das ist der Hinweis. Der hat nur einen. Danke, Chat. Ja, ist richtig. Der hat nur einen Arm. Du hast recht. Und der hat doch auch was. Da liegt auch, die Königsfamilie hat auch einen Hinweis. Da liegen doch Figuren oder so. So, jetzt habe ich eine weibliche Verräterin. Lass mal gucken. Die dürfte theoretisch dahin. Hast du nicht... Wer von den beiden ab ist denn der Verräter? Ich vermute der Mann. Wobei, dann haben wir in vier Reihen haben wir dann... Und jetzt noch eine Königsfamilie, oder nicht? Ja, das ist auf jeden Fall kein... Ist das ein... Nee, das ist ein Verräter, oder? Kann aber sein.
Sitzt kein Verräter vor oder dahinter, wenn der Einarmige ab der Verräter ist. Steht aber, wenn der Einarmige der Verräter ist, die Frau ist doch. Nee, die ist kein Verräter. So ist ab. Königssitz? Wie kommst du drauf, wer Verräter ist und wer nicht? Ich habe hier zwei Vitrinen. Ich habe eine Vitrine, da sitzen theoretisch sitzen vier Personen, also theoretisch sind vier Personen drin. Eine ist umgekippt, die ich nicht erkennen kann. Da ist eine Krone drüber. Deswegen würde ich sagen, ist die Königsfamilie. Außerdem sind da, ist da wirklich einmal eine Königskrone drin, einmal quasi die Königinkrone. Und da habe ich noch zwei Personen drin, wie gesagt. Eine ist umgefallen, die ist quasi komplett nicht zu erkennen. Könnte der mit dem Kranz sein. Und eine Frau mit grünem Hut und roten Haaren. Warum wurden jetzt die beiden grünen Huten-Charakter getauscht? Ja, das weiß ich auch noch nicht, weil die sind dieses Problem ist, die sind beide jeweils bei einer mit und einer ohne. Tauscht die nochmal, das ist ja das Einzige, was irgendwie komisch ist. Also das Problem, was ich habe hier oben eigentlich eine Maschine, die sagt, wenn alle Anwesenden richtig Platz genommen haben, beginnt die Zeremonie. Darunter könnten vier Lampen sein. Es leuchtet aber nichts. Ja. Sind beide bei mir oben in meiner Vitrine Verräter oder woher weißt du, dass das nicht so ist? Weil in einer Vitrine habe ich zwei Charakter. Bei einem hast du gesagt, das ist ein Verräter, bei einem nicht. Ich kann dir die Verräter gerade mal nennen. Also der eine Verräter ist der Typ mit Kranz, also oben komplett Glatze mit Monokel auf. Der nächste ist mit, also dann haben wir einen ab, da ist wie gesagt der Kopf ab und ich kann nicht erkennen, ob männlich, weiblich, sehe ich nicht. Kopf einfach ab, ich sehe nur, es ist ein Abt. Der nächste ist der Kerl mit nur Schnäuzer, kein Ziegenbart und so einem rundlichen Hut auf. Und der letzte Verräter ist eine Frau mit roten Haaren. Und grünem Hut. Kann ich mal runterlassen? Ja, ich kann ihn runterlassen. Bist du drauf? Ja. Die Puppen sehen cool aus. Was ich noch nicht ist halt tatsächlich das hier oben. So, lass mich kurz, wo hast du die Info her, wer welche Rolle hat? Hier, ne? Genau, da hätte ich gesagt, das Rechte sollten die Verräter sein, wäre ich von ausgegangen. Und die Frau mit dem roten Haaren ist königlich, oder nicht? Ja, aber die ist bei beiden Seiten. Oh ja, guter Punkt. Ja, aber kann das nicht ein königlicher Verräter sein? Weil der mit dem Hut ist doch nicht königlich. Der hier ist doch, also unabhängig davon, der hat doch da gar nichts zu suchen. Die dürfte dann da zwar nicht sitzen. Also die darf hier nicht sitzen, weil Mann nicht neben Frau sitzen darf. Den hab ich dir genannt, aber das ist kein Problem, weil wir die tauschen können. Weil, guck doch hier, die ist ja königlich. Das waren die beiden, die wir gesetzt haben mit dem Farbeimer. Und das hier ist ein Verräter, wo wir nicht wissen, was er ist. Ja. Das heißt, er ist ein Verräter, der darf nicht vor oder hinter einem Verräter sitzen. Sitzt er nicht, weil das hier ist Verräter vor oder hinter. Er hier, Verräter und der hier auch dann? Nee. Wer ist der vierte? Der eine Abt ist noch ein Verräter. Aber da wissen wir nicht, wer. Man sieht doch aber seinen Kopf. Wir haben halt das hier noch. Sind das hier vielleicht auch einfach die vier Verräter? Lass mich nochmal hoch. Ja.
Ja, die grünen Hüte nicht tauschen, weil die eine ist königlich. Das könnten die vier Verräter sein hier. Hier. Sitzt Mr. Monokel neben Mr. Zylinder? Ja, sitzen die, aber falsch. Setz sie mal andersrum hin. Jetzt spielen wir Wer bin ich? Okay. Also ich habe jetzt hier eine Wand mit 3x4 Charaktern. Also einfach Porträts von den Charaktern. Ich kann die so drücken. Ich habe hier halt nichts mehr. Also ich habe nur noch, ich kann dir die Charaktere nochmal nennen. Ja, warte, guck mal, was passiert. Was passiert? Das ist die Frau mit blonden Haaren, grünem Hut. Ja gut, jetzt müssen wir noch rausfinden, was wollen wir. Jetzt brauchen wir die Verräter vielleicht. 4 Stück muss ich markieren. Ja, der eine Verräter wäre der Typ ohne Arm. Das heißt hier braune Haare, Schnäuzer und ja. Also der? Das ist richtig. Der auch, ne? Ja, theoretisch der auch, ja. Letzter Verräter. Warte, wer war der letzte Verräter? Das ist der Mann mit Monokel und grauen Haaren. Also Kranz. Ne? War das falsch oder ist da eine Bombe explodiert? Falsch, alle wieder zurückgegangen, einfach nur. Okay, Moment. Also, ein Verräter war die Königin da. Richtig? Das ist der Abt ohne Arm. Ja, richtig. Das ist der Typ mit dem komischen Hut und dem Schnäuzer. Jetzt wollte ich doch den letzten. Das müsste theoretisch der Typ mit Monokel und Kranz sein, also oben Glatze. Okay, das waren die, die wir meinten, aber das war falsch. Welche 4 suchen wir? Warte, das könnte mein Hinweis noch. Das ist mein Hinweis. Warte. Der mit dem, der, also der Abt ist richtig mit dem abgefallenen Arm. Ja, aber ist das auch der? Ja, das ist der mit dem abgefallenen Arm. Das ist der, ja. Ich habe jetzt, das sind jetzt die anderen Symbole, die ich hier habe. Jetzt haben wir hier noch einen. Wir haben hier den roten mit einem Hammer davor. Das Problem ist nur, welcher ist denn jetzt der rote mit dem Hammer davor? Aber wir haben den Verdächtigen doch richtig, weil die Leute sitzen doch richtig. Und weil die Leute richtig sitzen, ging es doch erst weiter. Wir müssen jetzt anscheinend nur. Haben wir da sonst noch eine Anweisung zu? Nee, ich habe hier einfach nur die Bilder, die unten sitzen und ich muss 4 davon markieren. Weil das sind diese Symbole, die da hochklappen. Ja, aber die Königin war auch safe. Also ich bin mir eigentlich sicher, wir hatten die richtige. Das heißt die Königin. Und das, ich glaube, wir machen jetzt erst so richtig die Verräter. Ja, genau. Ich möchte die 4 Verräter markieren. Dann muss es ja der sein. Und Mr. Glatze. Aber das sind die 4 Verräter. Das wären Theorie. Ich habe hier ja noch dieses Schaubild, wo 4 Personen sind
davor sind die Symbole von, also nicht die Symbole, die die tragen, sondern halt Zahnrad, dieses Bleigießen, diese und der Hammer. Ja. Der Abt hat die Zahnräder vor sich. Das wäre der mit dem abgetrennten Arm. Ja, weiter. Theoretisch ist die die Königin oder die wir da jetzt oder Prinzessin ist, hat theoretisch auch den Hammer vor sich und hat irgendwas Rotes. Ja, weiter. Nein, die sitzen ja nicht voreinander. Das ist jetzt kein Verräter so, voreinander. Da sitzt einmal die sitzen richtig, sonst wäre es nicht weitergegangen, Leute. Wer und Bleigießen? Gold mit Bleigießen. Was heißt Gold? Oh, warte mal. Ja, ich weiß, ich kann dir nicht genau sagen, was Gold heißt, weil die sind halt hier gold markiert. Aber, warte mal. Muss einer der beiden Bleigießer sein. Puppen sitzen auf jeden Fall richtig, Leute. Hinter voreinander heißt nur ein voreinander. Der und der ist okay. Das muss ja einer von den beiden sein, Kunran. Komm. Muss ja einer mit Bleigießen sein. Es gibt ja nur zwei. Es kann ja entweder die mit der grünen Schleife oder der mit Peters Frisur. Wir müssen die anderen. Mach nochmal weg. Warum? Weil ich glaube, dass es dieses Mal auf die Symbole. Also, der Abt ist der mit. Ich glaube, jetzt geht es tatsächlich um die gesamte Reihe dieses Mal. Nicht nur einen davor und einen dahinter. Ich glaube, es geht um die gesamte Reihe. Der Abt ist das mit den Zahnrädern. In der mit den Zahnrädern haben wir noch einmal Hammer und einmal Bleigießen, die wir nehmen könnten. So, wenn ich Hammer und. Aber ich habe Bleigießen auf der anderen Seite gar nicht mehr. Nein, wir können aber die Figuren nicht umsitzen. Die sitzen doch richtig. Die sind doch schon eingerastet. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt andere Verräter noch markieren. Ich glaube einfach nur, dass wir die vier markieren müssen, die unten auf dein Bild passen. Die hatten wir. Das ist jetzt die Königin. Dann hättest du jetzt den Typen hier mit dem Schnurrbart und der Melone. Was ist Melone? Und dann? Und der letzte war der mit Monokel und quasi Haarkranz. Aber das sind doch nicht die an der Wand, oder? Das sind die, die in der Vitrine drin sind. Ja, und jetzt lass mich nochmal runter. Oh ne, geht auch runter, komme ich so. Ich meine die vier hier. Genau. Den Abt haben wir. Der Abt ist der vorne links mit dem abgetrennten Arm. Das ist der einzige, der Abt mit hier mit den Zahnrädern. So. Bleigießen hat in der linken Reihe höchstens noch einen Abt. Nee, hat nicht mal mehr einen Abt. In der linken Reihe hat gar keiner, also in den linken. Ja, aber warum willst du den in der linken Reihe haben? Ich möchte in jeder Reihe einen Verräter haben. Wir können die Figuren nicht umsetzen, die Figuren sitzen so. Und das Bleigießen ist fix. Das heißt, von dem Bleigießen muss es entweder die mit der grünen Schleife oder Peter sein. Vielleicht ist das auch nicht das Verrätersymbol. Nee, aber wir müssen die richtigen vier Leute markieren. Genau. Die in der Mitte kann sein. Es sitzt kein Abt, es ist kein Verräter vor ihr. Alles richtig. Hier sitzt auch kein Verräter. Und umsetzen ist irrelevant. Darum geht es ja nicht. Weil die sitzen ja richtig. Die in der Mitte würde hinter einem Verräter sitzen. Also ich hätte die jetzt nicht hinter einem Verräter, weil das kein Verräter ist. Dann brauchen wir
Die Fiole? Ich frage mich, warum wir über die Sitzordnung reden, weil die Sitzordnung ist ja richtig. Die Sitzordnung ist ja safe. Und dann bleibt für die letzte Reihe hier der Hammer. Ich weiß nicht, warum du in jeder Reihe einen haben willst. Naja, wenn ich das hier vergleiche, also wir haben oben die vier Symbole, also sowohl auf dem Blatt hier mit, wir brauchen überall Ohren, setzen niemals hinter und vor ein Mitglied des Widerstands, ist hier mit dieser, ist dieses Symbol drauf, was da hochklappt. Genauso ist da oben das Symbol, was da hochklappt. Und wenn ich dann die Reihen fülle und wirklich nur in jede Reihe, also beziehungsweise in jede Spalte ist es mehr oder weniger, nur einen reinsetzen würde. Ich verstehe nicht, warum du das machen willst, das habe ich nicht verstanden. Naja, also da steht, in jeder Reihe darf nur einer sitzen. Vielleicht ist Verräter und Widerstand nochmal was anderes. Wo steht das mit, in jeder Reihe darf nur einer sitzen? Wenn du, also eine Reihe nicht, Entschuldigung, es ist vor und hinter, nicht Reihe. Genau. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, vor und hinter mal komplett durchgezogen. Aber vor und, nein, ich glaube, es ist super simpel. Ich glaube, es müssen einfach nur die vier Leute markiert werden, egal wo die sitzen. Die hatten wir. Das ist der Abt hier, den hatten wir markiert. Das ist die Königin. Das ist der Typ hier mit der Melone, mit dem braunen Schnäuzer. Und das ist der mit dem Monokel. Aber vielleicht müssen wir gar nicht die Verräter hier markieren. Ja, das ist ja das, was ich sage. Das ist nicht der Verräter, sondern irgendwas Widerstand. Also ja, aber dann ist der mit dem Monokel ist gar nicht dabei, Kundran. Weil wir brauchen einen Bläser, einen Handwerker, einen Bleigießer und einen Mechaniker. Der Dude mit der Melone ist Handwerker und der mit der Glatze ist Handwerker. Hier, der Glasbläser wurde nie markiert. Also hier war das Schild schon hinter oben. Ja, weil ich den Knopf gedrückt habe. Das kann ich bei jedem machen. Wie bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich kann das Schild bei jedem hinten hoch machen. Wir müssen, also eine ist die hier. Die ist hundertprozentig einer. Weil es der einzige Glasbläser ist, der kein Abt ist. Das heißt, der hier ist schon mal safe. So, das ist unser oben rechts. Wollen wir einen Handwerker? Wahrscheinlich nicht königlich. Muss dann Mr. Melone sein. Und dann brauchen wir... so ein Metalldude, da gibt's halt zwei. Ja, und ich gehe weiterhin davon aus, dass die jeweils in einer Reihe nur sein dürfen. Ich glaube, wir meinen dasselbe. Dann lass mich mal wieder hoch. Ah, kurz. Jetzt. Das war der. Ich will die Glasbläserin mit dem Dutt. Ja, die hatten. Ja. Sorry, ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Entweder jetzt. Ja, einer von den beiden Bleigießern, aber ich weiß nicht welcher. Ist das überhaupt eine? Ja, das war aber nicht richtig. Ja, war eine. Was waren die anderen vier? Moment, war... Ja, stimmt, nicht Melone oder Glatze. Warte, das kann auch noch sein. Boah, sind die Bilder schrecklich. Habe ich den dritten überhaupt wieder vergessen? Die Bläserin ist die hier.
Jetzt gibt es halt wieder zwei zur Auswahl. Entweder die. Oder. Peters Betonlocke. Ja. Ich frage mich, wie man, also bei mir ist ein Raum aufgegangen. Ich frage mich nur, wie man die beiden, die letzten beiden auseinander hätte halten sollen. Das habe ich nicht verstanden. Also warum Peter gegenüber der anderen? Also den Unterschied habe ich nicht gesehen. Also warum? Also ich gehe davon aus, dass, also das waren jetzt genau die, die ich angesagt hatte. Du darfst in jeder Reihe nur einen haben. Da dir der Bischof ist vorgegeben, dann geht es nicht mehr anders. Ja, das könnte sein. Stimmt. Der Bischof saß vorne, den habe ich nie gesehen. Ja. Jetzt ist die Frage, ich komme nicht zu dir hoch, glaube ich. Nee, ich bin eingesperrt. Selbst wenn du hochkommen würdest, könntest du nichts tun. Ah. Ich habe eine Menge toller Notenblätter. Ja, die Orgel ist auch aktiv, sehe ich gerade. Dann fang mal an zu spielen. Ich habe das normale C, D, E, F, G, A. Ich habe keine Ahnung, Konrad. Normalen Noten. Also das erste ist vorgegeben. Aber ich habe keine Ahnung, was ich dir ansagen soll. Also wenn ich, also ich habe, ich drücke einfach mal kurz die Noten durch. Oh, warte, ich habe hier noch was. Jeder Geschichte der Hymne des Volkes. Jeder Komponist hat die Hymne nach seinem Geschmack verändert. Als Üde oder dem als YDE dem ursprünglichen Komponisten Allard folgte, mehr kann ich hier nicht lesen. Das ist schon mal gut, das ist richtig, habe ich. Weiter. Ich habe auf der gegenüberliegenden Seite, also mehr geschriebenen Text habe ich nicht, aber auf der gegenüberliegenden Seite habe ich quasi so eine. Könnte auch der sein, leider. Ein Z ist ein C, dann habe ich einen. Boah, was ist das? Wie so ein Mensch ohne Kopf mit so zwei hier. Ja, Kuscheln. Ja, warte. Also du musst mir die Reihenfolge Notenblätter sagen und ich sag dir, welche Buchstaben das sind. Also. Es ist J mit zwei Punkten. Oben ein offener Punkt, unten ein komplett zuer Punkt ist ein A. Das habe ich hier nicht. Ich habe hier nur C, D, E, F. Also, wobei F fehlt mir was. Ja, also ich kann dir sagen, also C ist doch ein J und ein Golfschläger. Nee, C ist bei mir das Z. Ach Mann, ich hasse Musik. Wir müssen auf jeden Fall, also du hast mir, Allard ist der Erste, der ist safe. Danach hast du gesagt, Üde folgt Allard. So, das, ich habe zwei Zettel mit dem Namen Üde, deswegen weiß ich leider nicht, der Jüngere oder der Ältere. Ja, das kann ich hier nicht, also hier steht, when Üde followed the original composer Allard, dann fehlt was, variation by, also das kann man nicht lesen. Also das hier soll ein G sein, übrigens, dieses J und der Golfschläger. Ich laufe mal ganz kurz, ob hier noch irgendwo anders Textdinger sind hier. Du musst eigentlich nur die Buchstaben halt, also es gibt vier Buchstaben, ich weiß nicht, ob das direkt abgeschlossen wird. Also du müsstest du müsstest G, A, was auch immer bei dir das Z ist und B spielen. G, A, Z, B. Ja, das also bei mir sieht es aus wie ein Z, aber das ist bei dir ein anderer Buchstabe.
Was passiert? Das Musikstück ging ewig lang, aber jetzt sind die Knöpfe hier wieder aufgegangen. Das ist übrigens richtig. Also das ist grün, das ist abgeschlossen. Okay, und wie weiter? Ja, jetzt müssen wir wissen, welcher Üde kommt, der Jüngere oder der Ältere. Liegt hier irgendwo das fehlende Stück drunter? Vor allem hier tauschen sich die Noten. Aber wie tauscht sich der Rest? Also, was soll mir das sagen? Dass auf einmal A ist gleich das da, der fehlende Buchstabe. Aber was kommt dann? Sind das hier nur... Naja, also hier liegt kein... Also das hängt bei mir halt an der Wand eigentlich, aber ich kann hier nichts mehr mitmachen. Sind das hier nur Hilfszettel? Nee, die kommt da auch dran. 2 und 3 tauschen, ja, aber ich habe ja nur die. Was ist denn die andere Note? Das muss ja eigentlich wirklich, das muss ja der Ältere sein. Weil du wirst ja, wahrscheinlich wird ja der Ältere angefangen haben und irgendwann wird sein jüngerer Bruder nachgekommen sein, oder? Ja, dann wäre jetzt... Bei mir fehlt halt noch ein Buchstabe an der Wand, das ist abgerissen. Welcher hast du nochmal? Also ich habe grundsätzlich habe ich C, D, E, F, G, A, B. Und ich habe bei mir an der Wand halt, kann ich so Sachen noch zuordnen. Also ich habe so einen Strich von oben links nach unten rechts und oben rechts ist ein Punkt. Weißt du, welcher Buchstabe das ist? Von oben links nach unten, nee, oben links nach oben rechts habe ich nicht. Nee, oben links nach unten rechts. Ich habe... Nee, also ich habe also wirklich einen durchgängigen Strich, der geht nicht vorher nochmal nach oben. Du hast kein F, richtig? Nee, ich habe... Also nein, ich habe... Also doch, auf meiner Tastatur habe ich ein F. Also das, was du jetzt spielen musst, ist... G, F, was auch immer bei dir das Z ist und B. Ja, anscheinend nicht. E, F, Z, B. Nee, G wie Gustav. F. Dann, was bei dir das Z ist. Das ist ja kein Z. Und dann B. G, F, Z, B. Ja, aber Z, so sieht nur das Zeichen aus. Klang richtig. Jetzt wäre es das, was bei dir das Z ist. F, G, B. Also Z, F, G, B. Ja. Echt, oder? So. Das bedeutet aber... Cäsar, Friedrich, Gustav, Bertha. Ja, aber jetzt überlege ich gerade, warum eins sich auf Rot erinnert und eins... Also warum muss ich jetzt die Unterreihe spielen? Nee. Vielleicht kommt nach Ide noch einer. Haben wir noch mehr Text? Welcher Zettel kommt? Ich habe noch... Nanke, Wulfart und Falco. Nee, leider hier, also hier kann ich nichts ablesen, was dem folgen würde.
An der Decke hängen irgendwelche Sachen, aber da komme ich nicht dran. Das könnte ich auch nicht deuten, was das sein soll. Das sind quasi so eingerollte Teppiche. Titel unterm Namen. Der Clear, the Elder, Critic, Talented, Younger und Modern. Also mein Teppich endet mit so 5 gekringelten Strichen. Beziehungsweise die deutsche Übersetzung endet mit 5 gekringelten Strichen. Ja, stimmt. Ich habe, also, was hier jedes Mal wieder passiert, sind, dass auf meiner Orgel sich, wenn ich wenn ich quasi meine Tasten drücke, habe ich da drüber 4 Symbole. Du hast da drüber 4 Symbole? Also, da sind so Symbole, wie unter anderem das Z. Da drüber habe ich so, wie so ein Alchemiefläschchen habe ich da noch. Dann habe ich, wie so ein Skihang, wo eine Kugel runterrollt. Und ich habe eine Viertelnote und davor habe ich ein J. Verwirrt leider, warte. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir jetzt spielen müssen. Die untere Reihe oder die obere Reihe? Das Symbol wurde zu dem. Jetzt müssen wir spielen. A. Z. Also kannst du irgendwas mit dieser Art Symbole anfangen? Also ja, hier ist unter anderem dieses Z eben nochmal, aber. A, Z, Z. Welcher Buchstabe ist bei dir 2 Punkte oben links und dann so ein bisschen geschnörkelt runter? Das ist ein D. Und was ist bei dir das Z? Das Z ist das C. Mach mal A, C, C. Was hast du gerade gesagt? Ist nochmal die beiden Punkte mit dem Geschnörkel. D. Mach mal A, C, C, D. Nee. Na schlecht. Was wieder ist? Also diese 4 Moment. Symbole, die sich da... Mein Fehler. Wieder gleich bei mir. Mach mal GCCD. GFCC. Ist das jetzt gut oder richtig falsch? Ich würde sagen, das ist richtig gut. CFGC. Das ist nochmal der scheiß dritte Buchstabe, C, ne? C, C. Was ist bei dir so eine Ecke? So ein rechter Winkel oben rechts, welcher Buchstabe ist das? Mit so 2 quasi Seilen noch drum, das wäre ein E.
Dann mach mal E-C-A. E-D-C oder E-C-C? C-C. Konrad, Konrad. Mist. Ich glaube, weil es nicht mehr geswappt wird, oder? Wird gar nichts mehr getauscht. Also wieder der OG-Text, oder nicht? Oder ist es jetzt der generelle Text? Also bei ihm Emil, Konrad, Konrad, Anton, richtig? Ja, ja, das Problem ist jetzt, wie viele Zettel von vorher muss ich jetzt für die Buchstaben noch mitnehmen? Weil wenn ist es jetzt... Der zweite ist jetzt ein F. Der letzte ist auf jeden Fall ein A. Und dann haben wir... Wo tauschen sich denn 1 und 3? 1 und 3, das ist dann C, F, G, nein, warte, da muss stoppen, das ist neuer. Was war nochmal der Winkel? Winkel ist E, Emil. Aber tauscht er sich jetzt mit dem anderen? Versuch mal E, F, C, A. Der dritte ist... Nein, das ist ja gar kein A. Ist ja... Doch, das ist ein A. Das ist ein A. Da ist es noch ein C. Ich frage mich, ob das C. richtig ist, dass ich dir quasi C. null helfen kann, außer dass ich dir C. mal sage, ein Z ist ein C. C wird hier hingeschoben, aber C wird zu E. E, F, der bleibt, der ist fix. Wo kommt das G her? Da kommt das G her. E, F, G, A. Jetzt haben wir's. Und los. Hast du Musik, Red? Musik ist das Schrecklichste von allen. Hast du das blöde Rumgemale da mit diesen Noten? Also so ein Vierlefanz. Das war offensichtlich richtig. Bei mir ist nichts passiert. Ich hab ein Achievement bekommen. Ich darf nicht sehen, ich darf nicht mal die Orgel sehen. Wow, ich darf raus, wenn es fertig ist. Das ist ja super. Ja, hier geht die Treppe hoch. Schon wieder so aus wie Ende, weißt du? Ja. Now sing the souls that lived here before. Yet all but two, we fled through the door. Anyone like us, caught in the ice. Hark to our song. Reforge the device. When King betrayed us, we sought defiance. Wir drehen einfach weiter. Ich find's geil, dass wir einfach weiter drehen, während hier irgendwer was Schreckliches sagt. Ich glaube, wir betätigen ja quasi den. To keep it secure. Broken in three. Assemble the parts, and you shall be free. Into the graveyard, look for the glass. Cast in the foundry, base made from brass. An
and Undalara town, guarded by guilds. Find the contraptions Clockmaker builds. Once here assembled, let shine the light, which shows the way out of this dark night. Schön, wie sogar der Teppich zur Seite gefallen ist, dass man durchgucken kann. Ja. Sehr cool gemacht. Das Gerät hier war übrigens auf einer der Zeichnungen drauf. Das könnte, also ich habe keine Ahnung, wie lange das dann noch geht, aber es könnte wirklich das Finale sein. 3 Level, sagen noch. 3 fette Rätsel, denke ich. Ich denke, das werden noch 3 dicke Rätselräume dann sein, für jeweils ein Teil. Die Frage ist, wie groß diese Rätselräume jetzt sind. Es könnten nämlich auch 3 komplette Gebiete sein. Ein Bossfight, glaube ich. Hast du eigentlich auch was an deinem Arm? Ne, ich sehe das nur bei dir. Trouble finding the infestation, my liege. Silence, serpent. This does not concern you. Does it not? You know, they escaped your keep. They are out there. Oh, release me, my lord. Set me free, and I will hunt them down. Bring them to your justice. So be it. You will bring them to erinnert mich ein bisschen an Resident Evil mit diesen unterschiedlichen Gebieten. Resident Evil 8. Die unterschiedlichen Häuser. Ich glaube, das werden noch große Level. Ja, ja, jetzt sieht das hier aus wie die ganze Stadt. Ich habe gerade schon gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil mit diesen unterschiedlichen Häusern. Ja. Ja, Marux, wir haben bis jetzt jeden Teil gezockt von We Were Here. Ja, erstmal suchen dann. Ja, wir werden. Ich weiß auch nicht, ob wir von hier zu allen 3 Dingern kommen, weil da war ja auch ein Wegweiser mit 3 Sachen, aber da stand nichts mit Friedhof drauf. Ja, erstmal suchen, ob wir irgendwo was finden, wo wir ein Rätsel haben. Nee, ich glaube, bis dato habe ich jedes WiiWare hier in Anführungsstrichen verloren. Also hier müssen wir beide hin. Links runter. Ja, ich komm. Ich hätte jetzt auch eins da. Ich glaube, ich hätte den Friedhof oder die Katakomben gefunden. Links runter, sagst du? Ja, dann ist das doch der Hub. Dann kommen wir von hier zu allen 3 Gebieten sozusagen. Also hier, ja, hier. Wir müssen Kula und ich wahrscheinlich morgen weiterspielen. Hätte nicht gedacht, also jedes Weaver hier ist sogar länger geworden. Von der Spielzeit her. Das wird eine Seilbahn, oder? Ja, da kommt was. Da sitzt schon jemand. Ah, das.
Kontrollkunde an. Ja, der war doch eh schon tot. Der hat aber so einen Anzug an wie wir, oder? Naja, also ich denke schon, dass du, wenn du hier bist, so einen Anzug anhaben solltest. Ja, das ist wohl richtig. Ruins of Rockberry. Und wo soll's jetzt? Was sind das hier überhaupt für komische Fäden? Also, warum sind die Seile so komisch? Und gucken wir uns das jetzt wirklich die ganze Zeit an? Ich hab keine Ahnung, was die Seile. Ja, die hängen halt so ein bisschen durch. Das Level wird halt gerade geladen. Oh, man kann tatsächlich die Lampe anmachen. Fackel, nicht Lampe. Nee, die verlängern das Game damit nicht. Die laden gerade. Ich fackel das Seil ab. Du merkst an den Lags, das Level lädt gerade. Das hatten die in der Kirche haben die das gemeint, als sie dich in diesem Beichtstuhl haben hingesetzt. So haben sie aber keinen richtigen Ladebalken. Doch, du merkst es bleibt manchmal stehen, es lädt. In der Zwischenzeit was hätte machen können? Ja, nee, das wird der Ladebalken sein wie in der Kirche, wo wir in diesem Beichtstuhl saßen, wo es gelaggt hat. Wahrscheinlich damit wir halt keinen so einen statischen Ladebalken haben. Aber so lang? Ja, wahrscheinlich haben sie dann halt noch wirklich Atmo reingemacht. Also sich finde ich es nicht schlimm. Nein, aber es kommt mir halt super lang vor. Guck mal, da vorne gehen Lichter schon an und aus. Level ist aber auch groß. Ja, ich sehe auch jetzt gerade, das Ding oben schwingt und trifft auf irgendwelche Spiegel. Es werden noch drei richtig große Level. Ja, würde ich auch sagen. Ja, morgen werden wir dann weiterspielen. Also morgen werden wir es durchspielen, sagen wir es so weiter. Okay. Am Rucksack, Kunan. Da ist ein Zettel drin. Ich bin mir sicher, dass sie das bewacht, was ich suche. Die riesige Eulentür. Aber wie funktioniert die? Wir werden definitiv mit den verschiedenen Spiegeln oder Lampen hier arbeiten müssen. Ja, ja. Ich kenn ihn aus Genshin. Könnte man hier dran verschieben? Nein. Sobald der Lichtschall da drauf trifft, kommt der hinten genau da wieder raus, hatte ich gerade schon gesehen. Da ist ein Steuerraum dafür hier drinne.
Oh, Moment, ging der gerade auf? Ah, oh, ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, man kommt hier kurz rein. Ja, dann war das auch das, was man da gehört hatte. Ah, du kommst hier rein. Hier. Nee, reicht noch nicht. Genug Power. Irgendwie sieht das hier gefährlich aus. Ist bei dir da unten noch was? Weil hier ist sonst so ein Zwei-Mann-Schalter wieder. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Warte, wo bist du? Geht der Weg da rechts von dir hoch. Bin schon vorbeigelaufen. Ja. Also hier haben sie wirklich auf die Kacke gehauen. Also das ist noch besser geworden. Oh, und wir sind, wir können nicht zusammen. Ja, wir sind getrennt auf jeden Fall. Du wirst mit einer Brücke hochziehen können. Ja, kommt. Das Rätsel kennen wir auch aus dem WiiWare hier. Ist das nicht das vielleicht sogar? Und weißt du, was ich meine? Das kennen wir doch auch schon. Ja, das sieht definitiv so ähnlich aus. Ich glaube, ich kann hier immer noch nichts machen. Jetzt konnte ich rüberfahren. Ja, aber ich bin hier immer noch gefangen. Ja, mach noch mal. Kannst das halten? Ja. Ob ich auf die andere Seite wieder muss? Könnte sein. Ich kann dir sagen, ob ich hier oben einen Schalter oder so hab. Uiuiui. Ich hab hier ein Boot, was ich runterlassen kann. Ne, was ich hochfahren kann, da könntest du rein. Oder kannst du auch herkommen? Ich kann auch herkommen, ich habe jetzt nur gewartet, weil ich nicht wusste, was passiert. Ja, alleine kann ich es nicht nutzen, deswegen muss hier die Treppe runter. So, und dann müssen wir wahrscheinlich gleich schon aufhören. Dann müssen wir morgen vielleicht weitermachen, wenn die Zeit ist. Ja, ich hätte so wie heute quasi. Kannst du das Boot auch hochziehen? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich kann mit dem Seil nichts machen und nee, ich kann hier nichts machen. Dann müsstest du aber einen anderen Hebel haben. Wahrscheinlich diese Seilbahn da. Ja, du kannst da wahrscheinlich in den Stuhl da rein. Ich habe nur zu früh gedrückt. Mir ist jetzt noch ein zuer Knopf. Kannst du irgendwas noch machen? Oh, ich kann. Warte. Kommt das irgendwie bei dir an? Ja, ich stehe jetzt hier drauf und kann unter nicht laufen. Hast du da was? Dreh das mal nochmal, dann kann ich glaube ich woanders hin. Noch einen weiter?
Er wird dahin müssen. Ich hab was zum Drehen hier. Ja, du wirst aber, glaube ich, vorher an diesen Knopf hier müssen. Ich glaube, du musst nochmal drauf. Aber warte noch, nicht da drauf. Da darfst du nicht drauf. Da drauf und da drauf bleiben. Jetzt muss ich warten. Oder darf ich nicht drehen, wenn du drauf bist? Ich glaube, nee, ich kann nicht drehen, wenn du drauf bist. Kannst du da was machen? Wenn du jetzt nochmal drehst, kann ich zu dir kommen. Dann können wir hier beenden erstmal. Dann musst du doch da oben rechts hin. Ich wollte, dass du hier links an den Knopf kommst, aber das kannst du nicht. Also da kommst du nicht dran, da muss ich dann dran. Okay, dann war's das. Ja, wahrscheinlich. Dann machen wir hier erstmal Ende. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Definitiv. Dann, musst du. Geh du mal lieber zuerst raus, wegen Speichern vielleicht. Weiß nicht, wo er dann saved, aber machen wir morgen weiter. Morgen geht's weiter, ja, Leute, mit We Were Here Forever. Morgen machen wir dann wahrscheinlich von 19 bis Ende. Ich habe keine Ahnung, wie lange es geht. Aber ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann spielen wir das auf jeden Fall durch. Ob Crossplay aktiv ist, weiß ich nicht, Chris. Leid. Ich will leider nicht sagen. Aber wenn ihr Bock auf We Were Here Forever habt, gerne morgen nochmal wieder.